Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier auf dem TOG Foxes Twitch-Channel zum heutigen Spieltag in der Prime Division 5.3. TOG Foxes gegen The Academy Heroes und heute nicht alleine. Mit dabei habe ich den guten Matze. Hi, ich bin froh, hier zu sein. Für uns beide ja basically das erste Mal. Deswegen, ich glaube, wir sind beide hyped. Auf jeden Fall. Es ist das Debüt. Und für dich natürlich nochmal ein ganz kleines, besonderes Debüt natürlich auch, weil es ja gegen dein altes Team auch noch wieder geht. Ja, ich muss es für den Flex hier zeigen. Gegen The Academy, gegen mein altes Team sogar, gegen The Academy Heroes, bin hyped, auf jeden Fall. Ja, geht mir ähnlich. Das neue TOG Foxes Roster ebenfalls ganz frisch announced. Wenn ihr auf Twitter geschaut habt, werdet ihr es dort bereits gesehen haben. Interessante Spieler, wir haben einiges Interessantes auch an bereits Champions in den Champion Pool gesehen, die wir wahrscheinlich auch hier jetzt sehen. Wir müssen natürlich daran erinnern, es ist die Division 5. Da wird immer ein bisschen mehr in Richtung Comfort als Richtung Meta gespielt. Aber ich denke, auch da können wir uns durchaus auf den einen oder anderen Pick freuen. Auf jeden Fall. Also, vor allem sehr contested, muss man sagen. Gerade zwischen AD Carry und Jungle, wir werden da auf jeden Fall noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber wird lustig, wer welchen Champ bekommt. Das wird sich, denke ich, gerade im Draft auch zeigen, den wir natürlich in Kürze ebenfalls haben werden. Sagen wir allerdings, müssen wir natürlich nochmal ganz, ganz kurz gedulden. Wir haben hier ein sehr ausgewogenes Roster auf der Seite, sowohl auf der Seite von TOG als auch auf der Seite von The Academy. Leider heute mit Substitute auf der Seite von TOG auf der AD Carry Position, da unser Main AD Carry leider gesundheitlich fehlend ist. Auch da gute Besserung in die Richtung. Aber es ist natürlich der Performance von TOG hier, denke ich, kein Abklang. Nee, auf gar keinen Fall. Es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt einen AD Carry verliert und mit einem Substitute spielt. Ist eine sehr wichtige Rolle, auf dem nächsten Patch sogar noch mehr. Deswegen schwierig, aber ich bin mir sicher, dass man das trotzdem handeln kann. Das sehen wir, wir haben gutes Stuff mit dabei. Aber auch natürlich die Leute von The Academy haben hier ein durchaus solides Roster im mittleren Platinum- bis Diamond-Bereich. Und wie schon sagt, es viele contestete Picks, viele interessante Picks, die wir jetzt normalerweise gerade in höheren Divisionen auch nicht sehen würden. Aber natürlich auch gerade das macht das Ganze so ein bisschen innovativer, so ein bisschen flexibler, weil wenn man immer wieder dasselbe sehen würde, wäre es ja auch irgendwann langweilig. Ja, was auf jeden Fall hier eine sehr interessante Dynamik sein wird, ist, wir haben ein sehr relativ eingespieltes Team mit The Academy. Drei Spieler sind im Vergleich zum Split dieselben und auch die anderen beiden sind private Freunde. Das heißt, die kennen sich schon länger, während tatsächlich TOG Foxes eher neu ist, frisch zusammengewürfelt. Vielleicht könnte das so der entscheidende Faktor meines sein, in einem doch relativ knappen Match potenziell. Durchaus möglich. Wir hoffen natürlich auf zwei lange, interessante und natürlich auch schön absehbare Matches. Gerade vor allem auch mit den verschiedenen Champion-Pools, die wir haben, ist eine Menge Diversity natürlich möglich. Da haben wir auf der Top-Lane sowohl aggressiv als auch passive Picks und weiterhin geht es natürlich auch gleich in Richtung Jungle, wo wir gerade auf Seite von TOG, glaube ich, auch einen sehr interessanten Carry-Style haben. Ja, also ich würde auch sagen, sehr Early-Game-lastig. Also gerade mit Elise, Jarvan, Champions, die doch sehr Ganking-lastig sind. Auch Hekerin potenziell mit dem ein oder anderen Gank Pre-6 schon und spätestens auf Level 6 mit dem Onslaught of Shadows. Deswegen, ja, also sehr Carry, aber Ganking-lastig, lastiger Champion-Pool bei Double N. Ja, auf der anderen Seite sieht man da den Champion-Ozean auf der Seite von Blast. Beziehungsweise auf der Seite von Double End, der natürlich sehr viel Tanks möglich hat, während Blast sich eher auf diesen, sag ich mal, Assassin-Style fokussiert. Aber auf der Midlane auch gerade ein sehr interessantes Matchup, wo man auf der Seite von TOG bei AP einen sehr scale-lastigen Midlane hat, wenn ich das mal so sagen darf, während man auf der Seite von Tribunic so gar nichts an Meta sieht und, sag ich mal, sehr unkonventionelle Picks, die man jetzt normalerweise nicht erwarten würde. Ja, man muss sagen, vor allem sehr picklastig. Also wir haben sowas wie Zoe, wie Ahri, deswegen, ich finde das eine sehr interessante Dynamik, aber ich weiß, Tribunic ist auch jemand, der durchaus die metalastigen Champions spielen kann. Deswegen, ich bin gespannt, ob es so kommt, aber ich erwarte es nicht unbedingt. Und damit sind wir auch drinne im ersten Draft am heutigen Abend. TOG Foxes hier auf der Blue Side, The Academy Heroes auf der Red Side. Und als ersten Bann haben wir hier tatsächlich auch gleich einen Target-Bann und das ist die Zoe. Ja, Zoe, wie gerade erwähnt, Comfort-Pick von Tribunic. Durchaus möglich, dass dies zustande gekommen wäre, aber ich erwarte es nicht unbedingt. Wir sehen den Setban hier tatsächlich gegen den Midlaner von TOG, gegen Api. Ich meine, es ist einer der Most-Played-Champions in der vergangenen Season und Set ist ein unangenehmer Champion meistens, deswegen schon nachvollziehbar.
ja, sich nicht als nächster Bann auch direkt die Elise, die hier rausfliegt, die auch weiterhin natürlich ein Tagebann hier gegen Double N sein wird. Und auch der Asir, das ist einer der Picks, von denen wir vorhin noch gesprochen haben, dass sie eventuell auch Contest sein können, weil beide Midlaner sie sehr gerne spielen, fliegt hier ebenfalls raus. Ja, gerade sehr Midlane priorisiert auf der Seite von The Academy Heroes gegen AP. Und der letzte Bann tatsächlich noch Cassante, der neueste Champion, sehr stark aktuell. Selbst in schlechten Matchups potenziell sehr strong. Deswegen nachvollziehbar, dass man den gegen Alaband. Ja, gerade auch in der Prime League, gerade auch in der Div 2, relativ häufig vertreten gewesen, auch da auf dem 13.1er Patch. Aber ein Champion, der sich durchaus durchsetzen kann, auch gerade ab seinem Level 6 natürlich durchaus gefährlich werden kann. Und wo man gerade von Level 6 redet, der Kassel-Band kommt hier wirklich als First Pick für TOG, auch gleich der Maokai. Ein Flex Pick natürlich zum einen, zum anderen natürlich gerade auch auf dem momentanen Patch ein sehr starker Jungler. Ja. Man kann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach gegen Maokai nicht mehr viel machen. Die Ulti ist sehr stark dabei. Das gegnerische Team fernzuhalten bei Engages. Auch ein potenzielles Engage-Tool, nicht unbedingt zuverlässig, aber trotzdem sehr stark. Und die Saplings sind ultra nervig. Wir bekommen aber jetzt die Canyon für Fukuref. Einer der Comfort-Picks, wie vorhin schon erwähnt. Deswegen relativ nachvollziehbar, dass man diesen Champion sich hier secured. Ja, und Caitlyn wäre natürlich jetzt sehr, sehr gut gepaart mit der Karma, die wir natürlich auch auf beiden Seiten bereits gesehen haben, die aber auch gerade natürlich für die Academy hier mit der Caitlyn zusammen sehr, sehr gut gepaart werden kann. Und zum anderen Potenz auch noch für einen Flexpick hätte. Man kann sie sowohl in Richtung Toplane als auch in Richtung Midlane Flexpicken. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn die hier tatsächlich sogar gelockt wird. Entscheidet sich dessen allerdings für einen klassischen Toplane Blindpink und es ist der Ornn. Ja, also der Pick, mit dem Ala gefühlt in der vergangenen Splitter Prime League am meisten unterwegs war, wenn er nicht gebannt war. Ist auch ein Pick, der häufiger einfach blind gepickt wurde. Man sagt dort einfach, yo, wir geben ihn den Ornn, ist ein Comfort-Pick. Er spielt das auch in schlechten Matchups. Man wird es auch ein schlechtes Matchup wahrscheinlich relativ früh dann bekommen für ihn gegen Igachat. Und man secured sich selbst die Karma. Ja, damit der Pick, den ich gerade angesprochen habe, auch gleich die Knight und man entscheidet sich anscheinend als nächstes für den Varus. Einer der weiteren Picks, der mit der Karma zurzeit natürlich sehr, sehr gut funktioniert, weil Karma in dem Fall so ein bisschen in dieselbe Richtung fällt, wie eben eine Ashe und ein Heimerdinger Support. Dementsprechend wird diese Karma secured, man nimmt sie dadurch für Caitlyn weg, die natürlich jetzt wiederum die Lux als Antwort noch zur Verfügung hätte, dass man sagt, Caitlyn Lux gegen Karma Varus. Allerdings trotz allem hat man jetzt hier eine sehr solide Botlane auf Seiten von TOG bereits gepickt, kommt damit natürlich sehr, sehr gut durch die Lane durch und natürlich auch ein gewisses Late-Games-Game mit dabei. Ja, ich sehe potenziell aber auch das, die Chance, dass man hier tatsächlich einen Jungle pickt. Man arbeitet jetzt im Brand für Garbatorix, bei Fade Mouseblade Champion im vergangenen Split. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, Lux ist auch eine Option. Und es wird tatsächlich der Amumu. Das finde ich interessant. Habe ich nicht da kommen sehen bei Garbatorix. Hätte ich, wenn er jetzt in den Jungle sogar getippt für Double N. Es ist ein Flex-Pick, deswegen ist es auch möglich, dass beides passiert. Ja, finde ich tatsächlich interessant. Eine sehr starke Teamfight-Kombo jetzt schon theoretisch auf der Seite von The Academy Heroes. Ja, und gleich auch der nächste Toplane-Bann. Und wie bereits erwähnt, eins dieser unangenehmen Toplane-Matchup, was wir praktisch auch während der gesamten Worlds 2022 immer und immer wieder gesehen haben, ist der Aatrox, der hier rausfliegt, der natürlich auch gerade im Early-Game dem Ornn hier deutlich die Laning-Phase zur Hölle machen kann. Mich wundert dieser Amumu-Pick auch so ein kleines bisschen. Da ist tatsächlich der Lux-Pick. Heißt, man geht auf Seiten von TOG sogar davon aus, dass der Amumu hier weiterhin in den Jungle platziert wird und nimmt diese Lux sich eventuell raus. Sagt sie aber vielleicht auch, okay, wir bannen die Lux hier weg, damit der Amumu in dem Fall auf Support-Position gehen muss, weil eben keine anderen Optionen mehr wirklich zur Verfügung stehen, die mit einer Caitlyn eventuell paaren kann. Somit bereits ein sehr solider Bann. Kann sich aber auch weiterhin sein, dass sich hier die Academy sagt, okay, wir haben Heimerdinger zur Verfügung, wir haben Mage-Supporter zur Verfügung, wie in dem Fall halt der Brand, der vorhin schon gehabt wurde, der natürlich von Galvatorix auch gerade Last Season sehr, sehr viel gespielt wurde. Dementsprechend, die Optionen sind alle immer noch so ein kleines bisschen offen. Ja, ich war schon am Überlegen zu sagen, man muss hier eigentlich auch den Sylas auf der Toplane bannen. Man hat schon zwei sehr, sehr gute Teamfight-Ultis. Man geht weiterhin komplett auf der Seite von TOG gegen Galvatorix mit den Bans. Ein Faktor, den ich noch anbringen wollte, der sehr groß ist. Man hat jetzt schon auf der Seite von The Academy Heroes einen großen Value für Mercurys, weil drei Champions mit kompletten CC-Setup potenziell hier schon eingeloggt wurden und auch potenziell auch mit Magic Damage. Von daher sehr großer Value hier an der Stelle. Es wird jetzt die Seraphine gehabert. Nochmal ein potenzieller Flex-Pick. Ich assoziiere Seraphine potenziell mit keinen von beiden, deswegen bin ich da ein bisschen überrascht tatsächlich. Ich gehe eher schon fast davon aus, dass es eine Seraphine Botline wird.
durchaus möglich. Die Seraphine Midland wäre halt ein Handshake-Matchup für die meisten Mitte. Sie hat ein relativ gutes Push-Potenzial. Eigentlich ist Arpi gerade so ein Spieler, der sich natürlich im Early Game auf diese Handshake-Matchups sehr, sehr gut verlassen möchte. Auf der Seite von The Academy wäre theoretisch die Möglichkeit, mit der Seraphine zu sagen, okay, wir machen eine permanente Push-Pressure drauf, wir gehen viermal permanent Botlane und versuchen, diese Caitlyn herzubringen, was eine gewisse Möglichkeit da gibt. Aber auch auf der Botlane mit der Caitlyn kann sie durchaus gut gepaart werden mit dem Viktor-Antwort. Von Seiten von TOG hat man da diesen Scaling-Midlaner mit ordentlich Wave-Clear, sobald das erste Upgrade zur Verfügung ist, von dem wir halt vorhin schon gesprochen haben. Und dementsprechend kommen wir jetzt alles auf diesen Last-Pick, um so ein bisschen aufzusehen, geht der Maokai auf die Top-Lane, wird er doch in den Jungle gesetzt und welcher Top-Laner wird jetzt Antwort auf den Ornn gepickt? Es ist tatsächlich eine Karma Toplane und das finde ich sehr weird. Ich bin sehr stark davon ausgegangen, dass man hier jetzt einfach einen AD-Toplaner pickt, damit man nicht den Value von Mercs noch stärker macht. Und letztendlich entscheidet man sich jetzt, die Renata zu picken, damit nochmal einen Enchanter mit CC mehr. Das finde ich ein bisschen interessant. Also man wird jetzt hier wahrscheinlich dann auch sagen, die Seraphine geht auf die Botlane. Seraphine hat hier ein sehr gutes Matchup gegen Renata. Allgemein Renata ist schwach gegen Enchanter. Und man secured sich jetzt die Ahri. Comfort-Pick für Trebonic. Ich finde, persönlich passt die nicht unbedingt in die Draft mit rein. Da hätte man vielleicht einen Teamfight-lastigeren Midlaner mehr picken können. Aber ist jetzt nicht verkehrt. Gerade Ahri als so der klassische Jack-of-all-Trades. Sie kann alles ein bisschen, aber nichts perfekt. Ist in dem Fall ein Champion, mit dem man sehr komfortabel spielen kann. Und trotzdem hat man auch diese Möglichkeit, mit der Ahri Waves rauszupushen. Gerade wenn man sich jetzt hier für den Main-Dematerisierer entscheiden sollte und dann die Caster-Mains ab Level 9 wirklich one-shotten kann, um dann in dem Fall halt mit dem Amu direkt in den Botsland zu gehen können, die Caitlyn herzubringen, die natürlich hier die ganz klare Winning-Condition auch für die Academy darstellt. Ja, also die Botlane ist hier definitiv die Winning Condition. Man hat zwei Tanks im Top-Jungle, man hat eine Ahri, die potenziell abfällt. Man muss die Caitlyn Seraphine Botlane im Early Game sehr stark ahead bekommen, damit man das Mid-Game einigermaßen überlebt und dann im Late-Game wieder stark zu werden als Caitlyn, indem man mit vier Items dann auch den Tank auf einmal one-shotten kann, gefühlt, mit den Headshots. Ich sehe trotzdem... Also ich sehe die Academy Draft, obwohl man jetzt nicht unbedingt nicht die größten Carries hat, außer die Botlane, sehe ich die trotzdem favored. Also man hat den deutlich leichteren Teamfight. Man hat sich mit den Ornn natürlich auch nochmal die Möglichkeit gegeben, mehr im Late Game zu machen. Aber ich sehe natürlich auch das Fenster, dass TOG das hier mit den Picks, die man machen kann, durchaus snowballen kann. Weiß nicht, wie du das siehst. Sehe ich tatsächlich irgendwie, es gibt ein Fenster, wo TOG tatsächlich die Möglichkeit hat, ihre Picks nach vorne zu bringen. Allerdings sehe ich da auch wiederum die große Schwierigkeit, dass ab einem gewissen Punkt TOGs Schaden hauptsächlich magischer Natur ist und da natürlich mit zwei Tanks, die beide sehr, sehr gerne Magic Resist auch bilden können, nämlich der Ornn und der Mumu, dann natürlich auch dieser Damage sehr, sehr schnell wieder negiert werden kann und halt, wie schon sagst, der Teamfight, gerade dieser Long-Range-Engage über den Ornn mit Call of the Forge God, eben halt über die Curse of the Sand Mummy mit dem Amumu, man hat viel Engage-Potenzial und trotz einem sehr immobile Carries auf der Seite von TOG, die sich eben gerade gegen so einen Engage auch nicht wirklich wehren können. Ja, also allgemein, ich finde es ja auch sehr interessant, wie viele Cleanses wir sehen werden. Also eigentlich sind beide AD-Carries hier akut von dem CC, den du gerade angesprochen hast, gefährdet, weshalb eigentlich ein Cleanse auf beiden Seiten schon fast ein Must-Have ist, auch wenn man beide AD-Carries zu Longrange-lastig ist, man erstmal davon ausgehen sollte, dass man nicht so viel gehittet wird. Ja, Cleanse, wie schon das ist extremer Value hier natürlich in dem Fall. Ich frage mich auch so ein bisschen, was man hier auf Seite von TOG wirklich machen möchte im Early Game. Eigentlich müsste der Maokai so ein bisschen den Clear vom Amumu matchen, der sich wahrscheinlich Richtung Botzeit runter jungeln möchte, weil gerade ein Early Game von einem Maokai, der jetzt eventuell einen Caitlyn Flash oder auch einen Seraphine Flash ziehen könnte, macht ihn für die Botlane von The Academy sehr verwundbar gegen einen Return Gank dann im späteren Spielverlauf, wo auch gerade eine Caitlyn ohne Flash natürlich nicht so wirklich viele Optionen hat und sie muss halt auch so ein bisschen in der Lane ahead kommen. Gerade wenn das nicht passiert, hat TOG eben dieses Fenster, von dem wir gerade gesprochen haben, wo sie in dem Fall halt in ihr Scaling kommen, wo sie ihre Comfort-Items erreichen und wo sie dann natürlich auch die Möglichkeit haben, dieses Spiel langsamer sicher in ihre Kontrolle zu bringen. Ja, also diese Botlane, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber diese Botlane darf nicht behindfahren. Und man muss dazu sagen, die Caitlyn wird jetzt einen sehr defensiven Item-Bild gehen. Es ist ja momentan zu diesem Meta, dass wenn man gegen einen Poke-Virus spielt, von dem wir hier ausgehen, muss der darf nicht irgendwie Magic Damage in sein Item-Bild noch reinbekommen. Wenn das ein Poke-Virus wird, muss die Caitlyn erstmal versuchen, diese Lane zu sustainen und auf die Ganks von Amumu, die Roams von Ahri zu warten und damit versucht man ahead zu kommen. Und damit versucht man auch die Objectives zu bekommen, die man hier auf jeden Fall im Early Game securen will. Du willst möglichst wenig Zeit
TOG geben, um irgendwie nochmal ins Game zurückzukommen über ein Victor-Scaling, über Maokai-Scaling. Deswegen willst du den Drake früh bekommen. Du wirst wahrscheinlich auch wir werden auch wahrscheinlich einen Lane-Swap sehen für den Herod, einfach um das Tempo hochzuhalten im Early-Game. Ja, und genau das ist auch so ein kleines Komfortfenster natürlich auf Seite von The Academy, die halt nun mal sehr, sehr gerne um ihre Bot-Seite herumspielen. Wir haben auf Seiten von TOG sehr viel Flexibilität hatte. Man sagte immer sich zurzeit, wir können Top-Side, Strong-Side spielen, wir können Bot-Side, Strong-Side spielen. In dem Fall wird es natürlich ganz klar hier wahrscheinlich auch die Bot-Side sein, um die sich vieles drehen wird. Aber damit The Academy einen sehr, sehr guten Komfort-Draft auch mit dabei. Und sie haben halt diese stärkere Möglichkeit, sie haben die Möglichkeit, eine klare Winning-Condition, um die sie spielen können, die mir bei TOG immer noch so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen fehlt, wo man auch sagen müsste, da sind halt nur Schwierigkeiten, bei denen sich gerade im späteren Spielverlauf natürlich extrem anstellen werden. Ja, wir sehen auch tatsächlich schon, dass wir in-game sind. Ich muss ein bisschen ganz schauen, weil bei mir bin ich tatsächlich noch im Loading-Screen. Das ist ein bisschen verwirrend. Und wir sehen auch, und das wird jetzt schon ein bisschen interessanter, dass hier vier Leute bei The Academy gemeinsam klumpen. Und man hat über die Seraphine eh potenziell auch die Chance, da sehr proaktiv mal zu invaden und über die Amumu-Bindings. Ja, gerade der Bandage-Toss natürlich, der natürlich dann wiederum so ein bisschen auf diesen Jungle-Clear hindeuten würde, dass der so ein ganz kleines bisschen schwächer sein wird. Ansonsten allerdings natürlich hier sehr, sehr gutes Invade-Potenzial. Am Ende des Tages reicht es aber dennoch nur für diesen Ward am Red-Buff, den ich eigentlich nicht erwarten würde, dass Blast sich da wirklich an den Start hinbewegen würde. Auch ein bisschen ungewöhnlich hier tatsächlich ist das rote Jungle-Item auf der Seite von Blast, was ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade gegen diese Team-Comp in keinster Weise erwartet hätte. Es spricht eigentlich auch nochmal dafür, normalerweise, dass der Maokai ein bisschen damage-lastiger itemizen will. Finde ich hier schwierig. Eigentlich ist das ein Fall, dass du hier Double Radiant Virtue haben wirst mit der Karma und dem Maokai. Demonic Embrace natürlich für diesen Poke potenziell über die Saplings. Aber ja, man geht hier für das Red Smite, damit man noch mehr Damage hat. Ja. Damage ist wie gesagt immer besser als Schaden. Beide Jungler starten jetzt nicht auf der Topside. Auch auf der Botside wurde bereits auf der Seite von The Academy in Early Ward platziert. Und der gibt einem hier zumindest ein bisschen Gold, aber auch Spekulatius kann da durchaus gegentraden. Dementsprechend beide Jungler, wie bereits angesprochen, hier Richtung Bots unterwegs. Und auch gerade da kannst du dich dann zum ersten Scuttle-Contest ab der dritten Minute und 30 Sekunden, wenn diese halt spawnt, kommen. Ja, da wird es natürlich auch interessant zu sehen sein, wer die Prio hat. Normalerweise sollte der Victor diese auf der Midlane bekommen, auf der Botlane. Kann es theoretisch auf beiden Seiten funktionieren? Auf dem Papier sollte normalerweise Caitlyn und Seraphine mehr Prio generieren können. Aber Renatas, Varus haben jetzt auch nicht den geringsten Wave-Clear. Von daher mit einem guten Wave-Management sollte man dort auch in der Lage sein, die Prio zu generieren. Der Early Sweeper, der gibt dir schon mal ein ganz kleines bisschen Gold. Es wurde sich schon ordentlich hier auch auf der Botside getradet. Da kommt natürlich jetzt die Longsword-Variante auf der Seite von Spekulatius so ein bisschen zugute, mit dem man sich entschieden hat, anstelle des Doran's Blade. Was hier ist auch so ein klein bisschen eine komische oder Entscheidung von Seiten von Fukurai oder kritisieren müsste. Einfach nur, weil das Doran's Blade gerade eigentlich interessanter gegen All-In-Matches ist und man hier eigentlich kein All-In-Matchup auf der Seite von TOG hat. Dementsprechend natürlich im Poke einiges wird. Das Fleet kann so ein ganz kleines bisschen dagegen wandeln, aber trotz allem ist man im Sustain auf der Seite von TOG hier trotzdem vorne. Man ist auf jeden Fall vorne, man hat eben mehr Potions. Man muss versuchen, hier mit den Doran's Blade und über Fleet Footwork die Caitlyn ein bisschen am Leben zu halten. Ansonsten versuchen einfach den Poke in Anführungsstrichen einfach zu dodgen, was natürlich bei Varus sehr, sehr schwierig ist. Und wir sehen jetzt langsam Amu und Maokai sind beide schon an ihren zweiten Buff. Das heißt, wir werden demnächst dann auch den Amumu zumindest mal in den River steppen sehen. Ne, tatsächlich geht man für den kompletten Full Clear, also erstmal noch ein bisschen Zeit, bis dann der River betreten wird und die Konstanz contested. Und gibt sich hier Zeit im Bereich dieses Crucial Level 4, wollte ich noch ein bisschen sagen. Die Push-Power hat sich auf der Botside ein kleines bisschen bei TOG, auf der Topside sieht man es halt, da kann man als Range-Kammer natürlich gerade gegen den Ohren ordentlich Push-Pressure aufbauen. Und es kommen auch schon die ersten Calls raus, dass dieses Gattel hier auf jeden Fall contested werden möchte. Auch auf der Midlane hat AP hier durchaus einen kleinen Push. Dementsprechend kann dieses Gattel vermutlich sogar ohne große Probleme von TOG einfach genommen werden. Ja, man sieht auch schon, Amumu mit dem Recall wird dann hoffentlich aus seiner Perspektive die Topside-Scuttle-Craps zumindest bekommen und ansonsten seinen nächsten Full-Clear ansetzen und dann bei Minute 6 ungefähr dann wahrscheinlich wieder auf der Botlane mal vorbeischauen können.
Ja, und genau dann sind natürlich auch die interessanten Cooldowns da. Dann ist die Curse of the Sand Mummy zur Verfügung, mit der man in dem Fall dann auch sich eventuell gleich Kill oder zumindest die ersten Summoner holen könnte. Somit allerdings bleibt dieses Early Game noch ein ganz kleines bisschen ruhiger. Es wird, wie gesagt, auf diese sehr interessanten Power Spikes bzw. auch Roaming Potentials gewartet, die dann eben auch über Tribunic folgen können, die natürlich auch gerade dieses, die spezifische Game Comp von Seiten von The Academy, auch von beide Scuttles fallen hier sogar tatsächlich jetzt an TOG, dementsprechend auf Seite von Maoka hier schon mal eine kleine XP-Spritze und natürlich auch ein ganz kleines bisschen mehr Gold, was man sich hier mitnehmen kann, was man natürlich jetzt auch ausgeben wird. Was da wahrscheinlich sogar noch der größte Faktor sein wird, ist, man hat schon 2 Stacks weniger auf dem Jungle-Item. Das heißt, man hat schon mal 2 Camps früher potenziell das Smite-Upgrade, was für einen potenziellen ersten Drag doch interessant sein könnte, dass man dort tatsächlich das Smite-Battle überhaupt nicht contesten kann. Und auch, weil du es gerade gesagt hast mit der Ahri, man muss natürlich bedenken, Victor ist einer der Champions mit dem besten Wave-Clear. Das heißt, dort die Prio überhaupt mal zu bekommen, um als Ahri zu roamen, könnte schwieriger werden, als man es sich erhoffen würde auf der Seite von The Academy. Währenddessen Ornmos müssen aufpassen, wird jetzt hier den Reset nehmen, was auch nochmal ein kleiner Buff ist für TOG, dass der Orn-TP so früh genutzt wird. Gatcha, der sucht dann nochmal, trifft die Mantra-Kyo und der Inja kommt und es ist wieder wertvolle Zeit, die er braucht wird. Und Allah ist Solo, er kann nichts sehen, er kann diese Wave nicht annehmen, er wird also seinen Teleport jetzt auf jeden Fall auch investieren müssen. Und so far wird diese Lane auf jeden Fall von Gatcha schon mal relativ solid gespielt. Allerdings, man sieht, Double End setzt hier zum nächsten Botside-Gank an, die Pflanze ist jetzt zur Verfügung und man ist auf Seite von TOG relativ weit vorne. Da wird dieser Gank diesmal auch durchkommen. Ignite bereits auf Sparkle, auch der Flash Engage Cleanse wird ebenfalls bereits verwendet, der nächste Flash von Garbatoys, der Root geht eigentlich nur auf der Stack und der Bice haben das ready, fällt aber trotzdem und das First Blood für The Academy Heroes. Schöner Gank hier tatsächlich von Double End, der seinen Chrome geskippt hat, damit ein bisschen Pace-Vorteil hatte auf den Maokai, der noch seine Raptoren währenddessen geklärt hat. Und natürlich, Varus, Renata sind wahnsinnig squishy, sehr unmobil vor allem, das heißt, sie sind gankanfällig. Man nutzt das aus, gutes Gank-Setup von Seraphine und Amumu, man bekommt den ersten Kill und auch wahrscheinlich diesen Drake hier. Also, Drache scheint aber noch nicht ganz so ankonnt zu sein, wie man möchte. Und Fukuref, der ist schon relativ low. Und jetzt kommt auch Stavik aus der Base wieder zurück. Der Root sitzt aber auf Sparkulatz und auch er wird hier relativ low gepokt. Tribunic ebenfalls erst geroomt. Und der Charm sitzt wieder auf Stavik. Der Drake geht damit schon mal an die Academy. Ari Ultimate Spirit Rush wird ebenfalls verwendet. Stavik muss jetzt nicht um sein Leben rennen. Der letzte Charge kommt durch. Man kommt aber von Api Flash über die Wand. Auch Tribunic muss sich flashen. 2 Flash-Bretter. Blast knockt hier Gabatorix zurück. Und der hat keinen Flash mit Zwung. Api kriegt den Kill. Gleichzeitig wird aber auch das Bailout auf Stavik genommen. Und auch der fällt jetzt gleich der 1-1 Trade. Der Drache geht ebenfalls an die Academy. Aber man kriegt den einen Kill auf dem Vektor. Ich fand es interessant, dass man den tatsächlich contestet hat auf der Seite von TOG, weil der Vektor einen wahnsinnigen Pace-Nachteil hatte. Ahri war schon da, währenddessen noch Vektor tatsächlich am TP'en auf dem Midlane Tower. Das war permanent eigentlich ein 4 gegen 3. Natürlich war die Academy Heroes sehr low, gerade durch diesen Poke vom Drake, aber trotzdem mit Man-Advantage konnte man sich den Drake securen und sogar 1-1 Kill traden. Der eine Kill geht zumindest an den Victor, damals Upgrade schon mal da zur Verfügung, oder beziehungsweise 25 Stack ist man jetzt näher dran. Und gerade dieses E-Upgrade ist natürlich für den Wave Kill crucial. Auf der Topside wird sich immer noch recht gut geprügelt, aber da kriegt GigaChat mittlerweile auch die ersten Trades tatsächlich reingedrückt, die auch gar nicht mal so sehr so angenehm für die Karma hier sind. Da Ornn tatsächlich auch mit dem Katalysator hier am Start auch eine Itemwahl, die ich jetzt nicht unbedingt von ihm erwartet hätte. Ja, tatsächlich will man hier möglichst viel Sustainability einfach mit reinbekommen. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich diesen Katalysator letztendlich auch zu einem Item ausbauen wird oder ob man den einfach aufgrund des Stats potenziell stehen lässt. Ornn ist ja eher ein Champion, der viele Items, Teil-Items teilweise einfach im Inventar hat, um diese dann irgendwann einfach kollektiv dann auszubauen. Was aber auch interessant ist, eigentlich wirkt die Karma hier sehr dominant auf der Lane, aber tatsächlich ist man mittlerweile auf der Top-Lane mit einem 15 CS-Lead tatsächlich unterwegs. Das heißt, Ornn macht hier eine sehr gute Arbeit, wird hier sehr gepunished, aber trotzdem in der Lage, sehr gut sich in CS oder im Game zu halten. Das ist natürlich gerade für die späteren Spielverläufe, gerade wenn dieser Ornn seinen ersten Tank rauskommt, wenn er halt zu tanky wird, um wirklich getradet zu werden, gerade dann wird das natürlich sehr unangenehm. Auf der Botset setzt man derweil zu diesem Tower Dive an. Sparkulatus ist keine Summoner zu finden. Chain of Corruption sitzt. Die erste Bandage Toss geht sich daneben. Chain of Corruption wird early verwendet. Man kommt da aber auf der Seite tatsächlich von Sparkulatus in diesem 1v3 noch einmal mit dem Leben davon. Verliert dafür sein Ultimate und das Plating vermutlich auch noch oben drauf. Nein, fürs Plating reicht es nicht, aber trotzdem ein bisschen Schaden wieder auf den Turret. Aber man kommt mit dem Leben davon, man kann diesen Dive abwenden und man gibt damit den geringeren Preis, sage ich mal, an das Team von The Academy ab. Ja, also man versucht hier, man erkennt die Ansätze von The Academy Heroes, man will sehr viel in diese Botlane reinfunneln. Den Herod, den ich angesprochen hatte, wurde währenddessen von
TOG genommen, also dort ein bisschen das Potenzial, den Lead wieder auszugleichen, indem man mit dem Harry Charge ein paar Plates bekommt. Aber man sieht hier Ansätze, es fehlt jetzt gerade so ein bisschen die Execution auf der Seite von The Academy Heroes. Der Kill wäre hier sehr wertvoll gewesen, wäre auch in mehr als eine Plate wahrscheinlich resultiert. So eher schwierig, man sieht jetzt sogar den Maokai, der hier ein bisschen am Invaden ist. Muss ein bisschen aufpassen, auch dass er da nicht stirbt. Banish das und Curse of the Sand, man bekommt direkt raus. Die C-Chain ist insane und man kommt da einfach nicht davon. Anker sitzt ebenfalls auf AP, der erste Kill bereits für die Academy gefahren. Chaos Storm kommt jetzt raus, mal guten Schaden auf Galbatorix, der fällt ebenfalls. AP jetzt eigentlich so 1v3, Ignite kommt ebenfalls runter und auch der fällt hier damit. Der 2-1 Trade für die Academy, der Double Kill für Tribunic, ein weiterer Kill für AP, aber am Ende des Tages trotz allem der bessere Fight wieder einmal für die Academy. Guter Fight für die Academy. Was man hier hervorheben muss, ist einerseits das Decision-Making von Bleast, dass er tatsächlich invadet, obwohl seine Botlane überhaupt keine Prio hat. Und ein zweiter Faktor ist der Level-Advantage gerade auf Galbatorix im Vergleich zu Ostevic. Das ist, der ist anderthalb Level über der Renata. Das ist ein gigantischer Unterschied in dem Fall. Da kommen diese zwei Tode, die man sich in dem Fall schon eingefangen hat, die einem jetzt natürlich auf der Lane ordentlich die ganze Lane zum Problem auch machen. Ordentlich zur Geltung, man hat kein Ultimate zur Verfügung, ein Level fehlt noch für den Hostile Takeover, der natürlich auch gerade in solchen Riverfights extrem entscheidend sein kann. Gerade wenn sich da dann plötzlich eine Caitlyn umdreht und ihrem Supporter oder ihrem Midlaner dann die Headshots ins Gesicht schießt. Somit jetzt allerdings wieder die Academy hier mit einem ordentlichen Early Game mit dabei. Die Kills landen zwar nicht auf der Caitlyn, die man jetzt unbedingt herbringt, aber auch eine Ahri mit Kills ist jetzt nicht unbedingt zu verachten auf der Topside. Man schaltet hin, man sieht, die prügeln sich da ein bisschen, aber für mehr reicht es auch da nicht wirklich. Der Rift hält weiter im Besitz von Team Orange Gaming, allerdings auch der zweite Drache in Kürze am Start. Und gerade so ein Early Infernal Drake für eine Caitlyn, der wird, glaube ich, nochmal einen kleinen Power-Spur auf jeden Fall geben. Ja, wir sehen auch die ersten Item-Power-Spikes. Den Drake darf eigentlich TOG nicht contesten. Man wird wahrscheinlich für den Play gehen, wo man den Herod als Trade sozusagen setzt, indem man einfach dann Gold in die Carries reinfunnelt. Aber eigentlich sollte man, obwohl man hier gerade in der Lage ist, die Prio aufzubauen und den River hier zu contesten, sollte es eigentlich nicht dazu führen, dass man hier auf der Seite von The Academy diesen Drake verliert. Grundsätzlich nicht, man sieht auch schon, man muss wieder Richtung Midlane, muss da die Wave annehmen, die Rotation von The Academy kommt langsam sicher durch, die Wards werden gecreert und wieder neu platziert, aber der Drache, er steht für den Moment noch und alles natürlich, was TOG jetzt delayen kann, ist natürlich im späteren Spiel auch für sie sehr, sehr angenehm. Spekulatius im 1v1, Chain of Corruption wird hier einfach weggeglänzt, schöner Sidespeak allerdings, der Schaden ist relativ gut, man muss auf Seite von Fukuref tatsächlich flashen, die Naokai Ultimate kommt auch mal hinterher, Riftel wird ebenfalls platziert und damit plötzlich jetzt das Playfenster für TOG. Das ist tatsächlich der Herod, man sieht ihn am Move auf der Topside, man wird diesen hier droppen. Da war man nicht on the same page, es waren drei Leute letztendlich Mid-Around, die Caitlyn währenddessen aber noch isolated gegen Varus auf der Botlane, darf das halt nicht machen, weil mit der Chain of Corruption hat Varus ein sehr, sehr gutes Olymp-Potenzial, während das Ace in the Hole schwierig proaktiv einzusetzen ist, eher ein Finishing-Tool. Und somit war man in der Lage, das letztendlich dann hier zu turnen auf der Seite von TOG. Und sich fragen, was ist auf der Botseite, weil die Spekulatius ist relativ low, muss auch tatsächlich hier sich langsam sich zurückziehen, wurde auch ignited, gleichzeitig aber auch die Summoners von Galbatorix raus und auch der Teleport von Allah wird jetzt gezogen. So auf der Topside die Möglichkeit für Gigachat, sich die Wave so ein bisschen in seinen Vorteil. Der hat ein kleines Shenanigan hier mit dabei am Gegner seinem eigenen Blue Buff tatsächlich veranstaltet, konnte aber auch dort weder den Blue Buff noch sich den Kill tatsächlich unter den Nagel reißen. Der Botzeit allerdings wieder viel proaktive Action, die jetzt sich gemacht hat. Man versucht weiterhin jetzt, diesen Schnitzer auszugleichen, die Caitlyn weiterhin herzubringen, weil der Varus, der hält sich in dieser Lane bisher noch relativ gut, der kommt da relativ gut da. Blast muss sich jetzt um die Wave kümmern, aber soweit kommt TOG immer noch durch ihr relativ schwaches Early Game im Vergleich relativ solid durch. Ja, wir sind gerade beim 1k Gold Lead, das ist für die Academy Heroes. Das ist wirklich nicht viel, aber man muss trotzdem das Ganze respektieren. Diese Power Spikes könnten tatsächlich immer noch crucial werden. Wir haben zwei gefinished Items auf der Seite von TOG. Das Liandris auf dem Victor und das Demonic Embrace auf dem Maokai. Das Demonic Embrace hat aber genauso auch der Mumu. Und auf der Toplane, wenn das in der Ohren schon mit der Abyssal Mask. Und was deutlich wichtiger ist tatsächlich, was das Trap-Potenzial vorher angeht, das Everfrost von der Ahri. Das sind Item-Spikes, die doch relativ wertvoll sein könnten für den Herod, der demnächst tatsächlich eigentlich wieder spawnen sollte.
sich und es spielt auch wieder in diese Kombination aus CC, die man auf der Seite von The Academy hat. Der war von Botside Blast mit dem nächsten Gegner, der Root sitzt jetzt sich auf Galba Tokens und der wird einfach wieder ins Team zurückgenommen. Schaden reicht aber noch nicht ganz aus. Der Chaos Storm Ende macht den Kill möglich. Spekulatius ist auch relativ low, muss sich ins Bailout gehen und der fällt hier ebenfalls. Hostile Takeover sitzt aber, trifft zu Tribunic. Gleichzeitig fällt aber auch Double N auf der anderen Seite. RP muss über die Wand verschwinden. Blast wird hier ebenfalls mit der Ace wiederholen. Am Ende ist es trotz allem der bessere Trade wieder einmal für The Academy. Drei Kills kriegen sie hier raus, verlieren selber nur zwei und wieder gute Kills, die gerade auch jetzt wieder an die Caitlyn gehen, die natürlich in diesem Spielverlauf eigentlich nicht an die Caitlyn gehen sollten. Die Academy Heroes profitiert gerade sehr krass davon, dass man hier einen wahnsinnigen Tunnelblick auf diese Seraphine hat. Man versucht so viel auf diese Seraphine zu werfen, die aber letztendlich nur der Supporter ist und gerade gar kein Lead basically hat. Der Lead liegt auf den Amumu, der Ahri und der Caitlyn. Das sind die Targets, die du letztendlich hitten musst. Wahnsinnig gute Flash-Ult hier von Mamu. Curse of the Set Mami, glaube ich, mit 3 oder 4 Leuten, die gehittet hatten. Unter anderem auch der Spekulatius, der in dem Fall dann daran gestorben ist auch. Da konnte auch der Bailout letztendlich nichts dran hindern. Und somit ist man hier jetzt mittlerweile in einer sehr komfortablen Situation. Man hat einen 2,5k Gold-Lead und auch die Caitlyn ist mittlerweile sehr gut im Game. Im Game damals auch der First Herald sich gefunden, der zweite Rift Herald, der sich ebenfalls in Kürze hier auf der Map zeigen kann. Der unter ein bisschen von TOG bespielt wird, eigentlich wahrscheinlich auch noch nicht angefangen wird, einfach nur weil man momentan doch noch relativ wenig Informationen hat, beziehungsweise einfach noch nicht wirklich die Möglichkeit hat, um einen Fight wirklich zu nehmen. Miles ist fertig, einmal auf der Caitlyn. Der Varus hat sein erstes Item zwar auch fertig, aber trotzdem ist die Caitlyn jetzt natürlich gerade im Spielverlauf ein kleines bisschen stärker. Karl wird auch hier Richtung Midlane platziert. Der Poke vom Varus, aber trotzdem relativ solide. Und sehe ich jetzt auch die erste Rotation von TOG Richtung Rift Herald. Ja, also der Rift Herald wird vielleicht noch contested. Ich gehe nicht davon aus, man ist hier zu dritt am Rift Herald schon dran. Diese sollte eigentlich an TOG hier droppen. Man wird versuchen, vielleicht einen Play auf den Varus zu machen oder Damage auf den Midlane Turret zu bekommen. Es wird der Damage auf den Midlane Turret tatsächlich. Man hat auch Api, der Spekulatius hier das Backup gibt, damit er diese Wave annehmen kann. Und damit wieder die Möglichkeit, über einen Herald potenziell wieder ein bisschen Gold zu generieren. Die Frage ist, ob man einen Tower bekommt, weil die Blades sind mittlerweile gone. Blades sind gone, da ist natürlich auch das Gold wieder ein bisschen. Der Gold-Lead, wie du schon angesprochen hast, der sieht für die Academy gar nicht. Also 3000 Gold sind sie mittlerweile vorne. Beide AD-Carries sind in die Midlane versetzt worden, um da so praktisch das Wave-Clear-Ping-Pong zu spielen. Die Ken ist jetzt gerade in ihrer starken Phase, wird natürlich versuchen, jetzt Turrets einzupushen. Der wird Blast im Jungle, im Botside-River hier ein bisschen angegangen. Ace Low kommt her, Call of the Forge wird ebenfalls genommen. Blist hier relativ low, wird downgechased und wird hier einfach abgeholt werden. Der letzte Q sitzt nicht. Tribunic jetzt hier aber auf der Killing-Spree. Und damit der nächste Kill, der nächste wichtige Catch für die Academy und damit sich auch ein bisschen die Vorherrschaft um den Botside River. Man sieht gerade den Gedankengang bei The Academy Heroes. Man klumpt jetzt schon teilweise zu 5 Minuten 16, einfach um diese Traps zu bekommen, in dem Fall jetzt auf dem Maokai. Währenddessen aber Victor und Karma beide in der Lage gewesen, die Sideline zu pushen, was natürlich Gold und XP ist, was gerade crasht. Und auch natürlich Free Turret Damage auf die T1 Tower auf Top und Bot letztendlich forciert. Diese sollte dann auch mit der Zeit dann langsamer sich erfallen, was natürlich auch Free Gold wieder ist für TOG Foxes, um wieder zurückzukommen. Da verschiebt man AP jetzt in Richtung Topside, der holt sich da fast den Top-Lane-Turret ab, kriegt natürlich auch damit ordentlich Gold mit dabei. Gerade er sind die eine dieser Scaling-Optionen, die im späteren Spielverlauf sehr interessant werden kann. Der Top-Lane-Turret fällt, Allah ist zwar da, um die Mini-Wave zu verteidigen, aber den Turret kriegt er hier nicht verteidigt. Und die Rotation derweil von Seiten von The Academy Heroes Richtung Drell, der dritte Drache mittlerweile im Spiel, der zweite Drache für sie, wenn sie hier bekommen. Und es sieht momentan auch noch nicht so aus, als würde TOG den hier wirklich contesten wollen. Stattdessen wird der Rift Herald erstmal in die Midlane platziert. Der Drache fällt dadurch natürlich schon relativ low. Galba Torix wird da eigentlich so ein bisschen auch in eine ungute Situation gezogen. Muss jetzt tatsächlich Richtung Midlane moven. Darf da aber auch nicht wirklich durch, weil eine Chain of Corruption kann hier für ihn natürlich relativ schnell den Tod bedeuten. Am Ende des Tages geht TOG hier allerdings trotz allem mit dem Charge of the Turret nach Hause, dadurch, dass eben die komplette Rotation von The Academy Heroes erfolgt. Und gerade auch die Item-Spikes auf Seiten von The Academy Heroes sind gerade ziemlich stark. Ja, gerade diese Item-Power-Spikes muss man sehr respekten, wenn man jetzt potenziell einen Gadget auf Galba Torix gesucht hätte. Es wäre wahrscheinlich genau in dem geändert, was wir gerade eben schon gesehen hatten. Der Engage auf Galba Torix into einen verlorenen Fight. Das hat man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf. Man versucht jetzt einfach zu sagen, hey, wir haben einen Baus, der irgendwann sehr, sehr viel Damage auf die Carries machen wird. Wir haben einen Victor, der scaled. Also an sich sind die Conditions für die Late-Game nicht so schlecht, was die Champions betrifft. Die Frage ist, ob die Academy Heroes weiß, wie man hier zu itemizen hat, damit man dem Late-Game ein bisschen entgegenkommt. Entgegenwirkt.
Das erste Item von Alar sagt da auf jeden Fall schon mal, ja, das ist nämlich die Abyssal Mask. Die hat sich zum einen dafür sorgt, dass man ein bisschen weniger Schaden durch die ganzen AP-Werte bekommt. Zum anderen natürlich auch dem eigenen Team erlaubt, mehr Schaden zu verursachen, eben durch die Aura, die dieses Item in dem Fall auch gibt. Und man hat auch auf Seite von die Academy Heroes durchaus den einen oder anderen magischen Schaden zur Verfügung. Kann also auch mit diesem Item durchaus sehr, sehr gut arbeiten. Und gerade als Ornn hält man sich auch sehr häufig sehr nah am Gegner auf. Kann dadurch also als Frontliner auch dementsprechend sehr, sehr gut für sein Team für mehr Schaden sorgen. Ja, also das Ornn-Item könnte hier tatsächlich einen gewissen Unterschied machen. Man hat auch jetzt schon gesehen, es ist auch natürlich ein Item, was sehr, sehr viel Healing letztendlich ihm generiert, was für die Lane auch super wertvoll ist. Wir sind mittlerweile bei einem Wert von 870, was das Item geheilt hat, was für diese Lane wirklich wertvoll ist, weil diese Karma ist, wie wir es gesehen hatten, sehr disgusting in der Lane, mit dem Crasp auf die Undying noch mit dem potenziellen Auto-Attack-Poke. Ja, es wird irgendwann angenehmer für den Ornn, aber jetzt gerade muss man solche Items einfach nutzen, um irgendwie durch diese Lane bestmöglich durchzukommen. Ja, in der Midlane passiert weiterhin, dass das so Wave-Ping-Pong, wie ich es gerne nenne, ein AD Carry pusht die Wave ran, der andere AD Carry nimmt sie wieder an und pusht sie wieder zurück. Aber wirklich, was passieren tut es halt nicht. Klar, die Caitlyn ist gerade in der Phase, wo sie eigentlich Turrets nehmen kann. Man hat sich auf Seite von TOG zu sagen, wir lassen dich keine Turrets pushen, eben um dein Lead nicht weiter auszukommen. Weil gerade zwischen ihrem ersten Item und ihrem dritten Item fällt so eine Caitlyn auch wieder ein ganz kleines Stückchen ab. Da ist dann die Zeit, wo der Varus dann eventuell ins Spiel kommen kann, bis die Caitlyn mit drei Items wieder anfängt, sehr interessant zu werden. Gerade natürlich auch, wenn sie an ihre 60% Crit hat, mit dem alten Infinity Edge noch, demnächst natürlich dem neuen Infinity jetzt mit nur 40%, da natürlich auch extrem gute Crits über die Headshots durch den Chain of Corruption in der Midlane. Clans wird verwendet, Encore kommt ebenfalls raus, geht eigentlich ins Leere. Chain of Corruption taubert aber auch hier über Galbatorix, ist der Flash-Out-Q und da kriegt man den Kill auf Spekulatius. Auf der Botzeit wird sich ebenfalls ein bisschen getradet, aber Spekulatius im wundervollen Flash-Q-Snipe und holt sich hier den Kill auf Galbatorix. Also ich weiß nicht, was Spekulatius in seinen Spekulatius drin hat, aber der Typ ist gerade sehr confident gewesen in seinem Play. Man hat auch vorher schon diesen Poke gesehen, den der Varus hier durchbekommt. Das ist wirklich viel Damage. Und dann mit dem Flash-Piercing-Arrow, mit der W nochmal empowered, hat gereicht, um Galbatorix, der auch Max-Decks hatte, um aufgrund der Chain of Corruption, die übergesprungen ist, dann letztendlich zu executen. Und der Execute resultiert jetzt in einen Botlane-Engage, da kriegt man auch noch einen Blue-Buff oben drauf, den nimmt man sich auch ganz gerne mit. Auch der Midlane-Tier 1 fällt nun schlussendlich, um den man so lange gekämpft hat. Man sieht, der Varus, der macht mittlerweile mit seinen zwei Items auch wirklich Schaden. Und da sieht auch die Caitlyn ein bisschen anders. Ace in the Hole wird verwendet für einen leichten Poke, um das eben ein kleines bisschen auszugleichen. Aber auch gerade über das Eclipse, was natürlich ein kleines bisschen Livestream mit im Inventar hat, kommt man da mit relativ guten HP-Werten immer noch raus. Zieht sich jetzt in die Botze zurück und gibt weiterhin wieder viel Gold aus, was natürlich auch wieder den einen oder anderen Item-Vorteil auf der Seite von TOG zur Folge hat. Ich muss sagen, auch wenn Galefoss natürlich eine gewisse Safeness mitbringt über diesen Bonus, der stehende AD Carry hat, bin ich kein großer Fan von der Itemization hier. Man hat, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, man sieht häufiger auch auf einer Caitlyn, dass man mittlerweile für Immortal Shipper geht, um diesen Poke letztendlich zu sustainen von dem Varus. Und das merkt man gerade. Diese Caitlyn ist super häufig sehr low HP und wird aus der Lane mehr oder weniger rausgeforst, kann ihren 303-Lead überhaupt gar nicht ausspielen, weil es einfach die ganze Zeit low HP ist. Weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich glaube, ein Shipper wäre hier deutlich wertvoller gewesen. Gegen den Poke definitiv. Die Frage ist natürlich, wie lange hat dieser Shieldbow-Value, wenn man in dem Fall halt permanent gepokt wird. Dadurch einfach aus dem Grund, weil man dann permanent halt, sag ich mal, Poke ins Gesicht bekommt. Man kriegt permanent dadurch natürlich auch seinen Immortal Shieldbow gezogen. Der Lifesteal hilft natürlich auch gerade mit Sustain. Eigentlich trotz an der Scale Force gibt es einfach diese Sicherheit für Fugref, dass man sich in dem Fall aus Crucial Spells raus Scale Force kann, wie zum Beispiel Chain of Corruption, wenn das Cleanse eben nicht zur Verfügung steht. Eventuell aus einer Maokai Ultimate. Allerdings, beide Items hätten, glaube ich, durchaus ihre Value. Der wird damit in der Flash Engage. Der Cleanse kommt durch, erreicht aber nicht. Und da ist der Shutdown auf Spekulat. Der Fight gedreht weiter aus. Der Weg ist der nächste im Fokus. Auch der wird geroutet. Auch der wird hier einfach langsam sich down. Haus Tacker verbaut nur uns eine Zeit raus. Am Ende wird aus der Weg allerdings trotz allem fällt tatsächlich nicht. Auf der anderen Seite ist eigentlich Blast jetzt im Fokus und der fällt auf jeden Fall. Giga Chat dann davon trifft über den Kill auf Double Zone. Aber auch der fällt hier nicht. Der Monik tickt zwar runter, aber es reicht am Ende des Tages nicht. Giga Chat im Pit wird hier einfach wieder hochgenommen und zurück ins Pit gehören. Und auch der wird hier einfach sterben. Damit aus der Weg und AP die einzige überleben auf Seite von TOG und die Academy hier mit 3 Kills und dann vermutlich auch ihrem dritten Drachen im Spiel und dem Soul Point in Kürze. Ja, man merkt, man erwischt hier gerade TOG komplett auf dem falschen Fuß. Man war noch nicht vorbereitet auf diesen Drake, sehr gesplittet. Eigentlich hätte ich gedacht, dass dieser Fight nicht mehr für die Academy Heroes spielbar ist, nachdem man 4 Ultis auf diese Trap auf dem Varus letztendlich genutzt hat.
letztendlich bekommt man hier sogar noch einen Kill tatsächlich. Bitte, AP jetzt eben, wo man auch das Grafffield hält sich, da vielleicht sogar zwei Kills, der Shield ist auch nochmal gut, man kommt den zweiten Kill, tatsächlich auch noch der Burn und damit der Double Kill hier für AP im 1v2 zwei Kills geholt, zwei wichtige Kills geholt und darunter auch noch den wichtigen Shutdown hier auf der Caitlyn, wunderbar gespielt. 450 Gold Bonus-Shutter nochmal hier und tatsächlich jetzt die Prio für den Nash. Man wird auch dafür TP'en tatsächlich instant. Das heißt, man wird es hier versuchen. Man sieht aber auch schon die Reaktion. Alla tatsächlich mit dem Smite ready, wird er versuchen, vielleicht ins Pit reinzukommen, hat aber kein Flash ready. Dementsprechend sollte es eigentlich ein Nash für TOG werden. Auch für Forge God wird zwar genutzt, der Nash geht eigentlich trotzdem, aber jetzt ist man hier im Stunfeld, muss sich auch direkt zurückziehen. Somit ein sehr, sehr gutes Baron-Play hier auf jeden Fall auf der Seite von TOG. 5 Minuten bis zu 6 Minuten ist bis zum nächsten. Und es ist wiederum dieses kleine Play, was TOG hier hat, bringt. Der Fight in der Midlane öffnet das Fenster für den Nash und man nutzt dieses sofort aus. Man kriegt diesen Nash. Es ist wiederum gutes Gold. Es ist ein guter Buff, der auf jeden Fall auch eine Dauer anhält, mit dem TOG jetzt weiterhin ihren Lead ausmacht, weil mittlerweile haben sie den Lead übernommen. Mittlerweile sind sie im Gold vorne und auch ihr Items werden immer und immer mehr und sehen auch immer und immer stärker aus. Ja, also die Items, gerade bei diesem Victor muss man wirklich hervorheben. Der ist jetzt auf dem Weg zu einem Banshee, es kann sogar einen sehr defensiven Item-Build gehen, weil einfach Liandry, Saras und Voidstuff hier wahrscheinlich ausreichen werden. So viel mehr kannst du nicht stacken, dass man diesen Damage von Victor denen kann. Dementsprechend wird man jetzt auch um diesen Midlaner herumspielen, versuchen mit den Nash-Buff noch ein bisschen auszunutzen, vielleicht einen Turret zu bekommen. Man muss dann natürlich auch bedenken, dass gerade Seraphine und Caitlyn nicht den geringsten Wave-Clear haben, um diesen Nash früh zu beantworten. Der Nash ist noch eine gewisse Zeit da, 1:55 verbleiben noch drauf, man geht jetzt nicht in Richtung Midlane, will diesen Tier 2 langsam sicher belangen. Man hat auf der Seite von The Academy Heroes Gott sei Dank den Wave zur Verfügung, um den Nash so ein bisschen zu beantworten, aber man pusht langsam sicher an diesen Midlane-Turret heran, macht immer wieder Druck draus und versucht aus dem Nash-Play jetzt auf jeden Fall auch einen gewissen Vorteil zu ziehen. Mittlerweile, Gott, kleines bisschen wieder übergegangen in Richtung The Academy, man ist also mehr nur der Even. Eigentlich trotz allem ist das für den momentanen Spiel auch für TOG relativ fein. Man sucht so ein bisschen für den Flank auf der Seite von Tribu und Nick. Spekulatius musste sich da wieder mit dem Q einmal relativ reinpoken. Galbatorix ist wieder halbes Leben von. Die Ultimate stehen eigentlich zur Verfügung. Man ist so geklumpt auf der Seite von TOG. Das schreit praktisch nach dem Endgame. Man wartet eigentlich nur darauf, dass er kommt. Aber man behält sich auf beiden Seiten relativ dazu gewartet auf die perfekte Position. Und Galbatorix ist eigentlich schon wieder zu low, um zu stayen. Halbes Leben noch zur Verfügung. Da kommt eigentlich der Endgame. Call of the Forge, Mami. And the Call of the Forge kommt ebenfalls aber raus. Und das ist ein wunderbarer Wombo-Kombo auf der Seite von TOG. Fällt man hier einfach auseinander. 4 Leute bereits, sondern noch Api, der letzte Überlebende, wird hier downgechased und auch der fällt hier einfach auseinander. Das ist Clean Ace für die Academy. Der Nash damit auch verloren und machen hier einen Fight wie aus dem Bilderbuch, genau wie sie ihre Combat ausspielen müssen. Und am Ende 5 Kills mit nach Hause. Clean Ace gegen den Nash-Buff. Man war nach dem Nash legit komplett even. Auf einmal bist du ein 3k ahead auf der Seite von The Academy Heroes. Fast sogar 4k, man kann weiter pushen. Man kann hier theoretisch für einen Inip gucken, man wird es aber safe herunterspielen. Man wird sich jetzt einfach den gegnerischen Jungle nehmen, noch mehr Gold hinein. Das war wieder ein sehr schöner Engage hier von Double N. Der Call of the Forge God auf die Curse of the Sad Mummy draufgesetzt. Wunderschöne AOE-CC. Die Ahri permanente Flank gewesen, die hatte man gar nicht so auf dem Schirm. Musste aber auch eigentlich nur warten, bis Amumu und Ornn hier einfach engagen, um dann auf die Backline potenziell zu engagen, mit dem Everfrost nochmal für mehr Lockdown zu sorgen. Und das hat perfekt funktioniert auf der Seite von The Academy Heroes. Perfekt funktioniert und natürlich auch die Patience Center, wie lange man gewartet hat. Galbatorix fällt praktisch schon fast auseinander. Der hat kaum noch HP dabei und trotzdem hält man seine wichtigen Ultimates. Man wartet wirklich auf genau den richtigen Moment, um diese einzusetzen. Man hat jetzt wieder ein 4000er Gold. Man hat mittlerweile gute Items. Die Caitlyn ist kurz vor ihren 3 Items. Kann mittlerweile auch in der Mitte relativ gegenhalten, gerade wenn Galbatorix daneben steht. Und die Drachenseele steht auf dem Programm. Es sind nur noch 50 Sekunden, bis diese Drachenseele wirklich ab ist. Und gerade dann ist natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, wenn diese jetzt an die Academy Heroes fallen sollte, dass man in dem Fall dann halt gegen eine sehr tankige Front dann auf der Seite von TOG spielen muss. Und ob man dazu bereits die Mittel hat, um die wirklich aufzuschäden, das wage ich bisher noch zu bezweifeln. Ja, also an sich hast du die theoretisch schon. Du musst das dir ein bisschen Markt auf jeden Fall berücksichtigen, die hier auch MR schredden kann. Und natürlich das Lord Dominic's Regard wird hier auch seinen Anteil zu beitragen. Dementsprechend, also der Mountain Drake, erstmal den Mountain Drake zu droppen, wird eine Option sein. Natürlich nimmt man die Soul gerne mit, aber man delayt natürlich auch, wenn man jetzt den Drake droppt, einfach erstmal auch den Elder Drake, der theoretisch auch das Game gegen die Academy Heroes, die hier eigentlich in einer guten Situation sind, entscheiden könnte.
Das ist halt wieder bereits im Dragon Prince. Es ist wieder ein sehr großes Geklumper von TOT. Es ist wieder praktisch genau die Möglichkeit, um seine Ultimate wieder auszuspielen. Man fängt den Drachen jetzt hier gleich an. Man hat Vision darauf. Man ist zur Seite von The Academy Heroes um den Dragon bereits dabei. Allah geht da relativ weit nach vorne, sucht bereits für den Engage. Und TOT muss sich jetzt nicht auch vom Drachen zurückziehen. Api da relativ deep drin. Da kommt Call of the Fortress rein. Da kommt die Curse of Sand Mummy direkt hinterher. Nein, sie wird tatsächlich mit der Chat Culture verhindert. Gleichzeitig fällt Excalibur Torix in der Backline bereits auseinander. In der Front hält man jetzt tatsächlich aus Stavik. Und Allah ist der letzte Überlebende in der Front dann hier tatsächlich dabei. Man hat ebenfalls Fokureth verloren. Das ist tatsächlich der Turnaround für TOG. Und sie kriegen tatsächlich selber das Clean Ace, kriegen damit jetzt auch den Dragon. Und es wird typisch Clean Ace hier auf der Clean Ace. Das waren 4-Mann-Hostile-Takeover auf die Ulti von Victor. Das war ein perfektes Setup. Man hatte natürlich auch die Vision von Amumu. Oder auf Amumu, über das Fahrzeug, was da hinter dem Pit hängt, wusste, dass der Amumu dort flanken wird. Maokai war basically eigentlich nur noch darauf fokussiert, diesen Amumu von der Backline fernzuhalten, damit er nicht mit der Flash-Ulti reinkommt. Perfekt executed letztendlich, gerade eben von The Academy Heroes und jetzt von TOG. Das ist hier ein wahnsinnig knappes Game und auch dieser Fall zeigt wieder, dass beide Teams hier, wenn sie es richtig executen, dieses Game entscheiden können, was die Konstellation für die nächsten paar Minuten noch richtig entspannt machen wird. Sehr, sehr wichtig natürlich hier auch die Chain of Corruption, die auf Double N in dem Fall gefolgt ist, mit der man in dem Fall halt diesen wichtigen CC-Chain-Takeover verhindern konnte, dass man in dem Fall halt mit Call to Fortress into Curse of Sand Army, into Encore tatsächlich die Carries hier wirklich durchziehen kann, dass auch ein Cleanse tatsächlich wirklich wenig Möglichkeiten bietet. Somit der Teamfight jetzt wieder Turn-On. Es ist wiederum eine Goldspritze für TOG, die sich jetzt wiederum fast wieder auf den gleichen Gold-Lead aufbessern können. Und somit ist dieses Game immer noch, wie bereits gesagt, in der Kippe. Die Drachenseele wird wieder verhindert. Der Nasher, das nächste Objekt, was ab ist. Und ich habe das Gefühl, auch da werden wir durchaus wieder den anderen Teamfight sehen. Ja, das wird hier wieder komplett eskalieren. Man hat schon wieder alle Ultis ab. Wichtiges Summoner Basic gerade auf Kulon sind die Flashes bei Victor, Varus und Renato auf der Seite von TOG. Aber natürlich auch Ari, Amumu und Caitlyn hier ohne einen Flash ab. Ansonsten fast alle Summoner Basic ab. Ignite auf der Seraphine ist noch auf Kulon, aber das ist natürlich das geringste Übel. Das kann man tatsächlich noch stallen. Man sieht auch, dass die Academy Heroes hier vorsichtig ist. Sie steppen nicht in den River rein. Den wird man tatsächlich hier TOG überlassen und eher versuchen, über die Blastcon zum Beispiel, die dann noch prepared ist, dann entweder für ein Steelplay zu gehen oder für einen Überraschungsplay. Allah wird hier auch schon relativ gut rausgechunkt, die Vision. Im Baron Pit selber gehört hauptsächlich TOG. Mittlerweile sind einige rote Bots über, die eigentlich wahrscheinlich auch gleich weggeklärt werden. Und move wieder Richtung Midlane, holt sich dort wieder die Pressure, move wieder zum Baron hin. Man schaut permanent, kriegen wir einen Catch, kriegen wir irgendwie Möglichkeiten, unsere Kontrolle auszubauen, kriegen wir eventuell das Window, um diesen Nash anzufangen. Bisher hält man sich aber auch hier wieder zurück. Es ist praktisch das Geduldsspiel wiederum von beiden Seiten. Die Blastcomb wird es ebenfalls genommen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit für Double N genommen, in dieses Pit wirklich reinzukommen. Und damit wird dieser Nash auch angefangen. 10.000 HP noch verbleiben, Teleport von Allah kommt sich aus der Basis und sofort holt sich hier TOG den Rückzug ein, zieht sich sofort zurück, haben diesen Teleport geforst. Es ist praktisch ein permanenter Tanz um dieses Objective. Man wartet hier wirklich sehr, sehr lange ab, um wirklich kein Risiko einzugehen. Ja, der Nashor-Tanz ist genau das, was jetzt hier die nächsten paar Minuten passieren wird, wo der Drake nicht ab ist. Man wird die ganze Zeit den Midlane-Wave contesten. Irgendjemand wird jetzt mal die Botlane-Wave, die da seit 3 Minuten gefühlt vor dem eigenen Tower steht und an dem, das ist die Karma letztendlich. Dasselbe Problem hat natürlich auch die Academy Heroes mit der Toplane-Wave. Diese wird von Ari jetzt angenommen. Man hat ein bisschen die Schwäche auf beiden Seiten, dass man die Side-Waves nicht unbedingt kontrolliert bekommt. Bei die Academy Heroes das geringere Übel, dass halt die Toplane-Wave ist. Bei TOG die komplett andere Seite. Aber durch diesen TP, den man geforst hat, kann man jetzt tatsächlich auch die Karma auf die Sideline schicken. Die muss irgendwann beantwortet werden im Zweifelsfall. Und dann hast du ein TP-Problem, weil nur die Ari tatsächlich mit den Teleport ready hat. Die Ari hat nicht das große Problem, dass sie vermutlich nicht unbedingt Wave Clear an der Karma matchen kann. Gerade wenn die einen Mantra Q in die Wave schmeißt, dann ist diese Wave auch sehr, sehr schnell verschwunden. Dementsprechend hat man hier wahrscheinlich immer die Möglichkeit, dass man entweder eine Wave droppen muss, damit eventuell Pesh auch den Tier 2 verliert, wenn man tatsächlich teleportet. Aber soweit dieses Game entspannt sich so ein kleines bisschen. Beide Teams wollen sich nicht nochmal so einen Fehler wie gerade eben erlauben, wo sie die Folge Clean Ace werden, wo sie das Objective eventuell verlieren, wo sie in dem Fall auch wieder dem Gegnerteam extrem viel Gold zuspielen. Momentan, der Gold Lead ist gering. Man ist praktisch so gut wie even. Ein ganz kleiner Gold auf der Seite von The Academy und es ist wieder dieser Tanz in Richtung Nasher, der wieder angegangen wird. Er wird wieder angefangen. Die Knallpflanze ist immer noch nicht zur Verfügung, denn Nash wieder auf 13.000 HP. Momentan noch keine wirkliche Möglichkeit für The Academy reinzusetzen. Man macht hier auf der Seite von Api wirklich sehr, sehr gut Arbeit. Chunkt hier Double N langsam aber sich herunter. Pinkwood jetzt in diesem Pill vorhanden, 5.000 HP noch vorhanden. Man versucht damit noch für den Stil zu gehen. 3.000 HP, Call of the Forge kommt jetzt tatsächlich raus, versucht also irgendwie da reinzugehen. Der Nash wird aber tatsächlich secured. Call of the Sand Mummy kommt ebenfalls durch, aber man ist da alleine drin. Double N fällt sich, Hostile Takeover macht der bei Havoc in der Backline. Da kommt man auf der Seite von
die Academy Heroes nochmal ganz, ganz knapp mit vor. Man verliert aber dabei, man verliert wieder einmal den Nest TOG, sichert sich das nächste Objective auf der Map. Wahnsinnig wichtig hier, wie Victor auf das dort den Amumu und die Seraphine letztendlich erstens runterschauen, zweitens natürlich auch vom Nash-Pit wechseln. Und Amumu war auch im Pit, ich kenne Double N, er ist jemand, der sehr, sehr gut smiten kann, hat aber hier einfach nicht die Zeit, um sich dort zu preparen, weil er erstens zu low wurde und einmal um den kompletten Red Buff-Pit herumlaufen musste. Dementsprechend sehr hektisch dort dieser Versuch, den Nash zu stehlen. Man verliert in Anführungsstrichen nur den Amumu auf der Seite von TA. Da ist der nächste weg. Galbatorix wird hier einfach von Abi aus dem Leben gescheppert. Flash, Ultimate E und damit hat man den nächsten Kill auf der Seite von TOG. Damit ist auch das Fenster, den nächsten Drachen im Spiel wieder einmal zu nehmen. Auf der Seite von The Academy Heroes sagt man sich auch gleich so, okay, wir contesten diesen Drachen nicht, den geben wir. Ja, wir gehen damit auf 3 Drachen für beide Teams, aber der nächste Drache hat die Entscheidung für natürlich die Drachenseele. Und dann natürlich auch gleich das nächste Objekt, was für beide Teams sehr begehrenswert ist, nämlich der Elder Dragon, der für beide Teams auch theoretisch die Entscheidung bringen könnte. Ja, also man sieht ja, das ganze Game dreht sich eigentlich nur noch um die Epic Monsters. Es passt perfekt zeitlich die ganze Zeit, beziehungsweise Nash-Tanz hat natürlich dazu beigetragen. Und gerade sieht es alles sehr gut aus für TOG. Man hat permanent diese Prio in den River rein. Man kriegt die Waves gut kontrolliert auf der Midlane. Teilweise auch dann die Botlane-Wave gut gecrashed, was natürlich auch nochmal ein Druckfaktor ist. Nimmst du jetzt die Botlane-Wave an oder nicht? Man entscheidet sich meistens dagegen. Und das resultiert auch darin, dass man einen immensen XP-Vorteil hier hat bei TOG. Gerade auf der Mitte sieht man das, da hat AP mittlerweile Level 18, man geht Richtung Botzeit, holt sich dann den nächsten Turn, nutzt also diesen Vorteil, den man jetzt gerade hat, auch wirklich auch auf Giga-Chat-Seite. Man zwei, man Double N wieder auf einer Flank-Position, versucht eventuell gleich wieder rein zu, Flash über die Wand, geht eigentlich ins Leere, kriegt den nur AP, Cursor Sand, man kommt übrigens auf Kopf auf die Backline, mit ebenfalls House-Attack, trifft aber ebenfalls richtig viele Member, meinst du, von Double N, die bereits tot, Blizzard, jetzt im Stopwatch und Knock-Up auf die Backline, damit fällt zumindest Spekulatius schon auseinander. House-Attack und AP versuchen hier um Leben zu laufen, man kriegt allerdings bisher nur Blast und Spekulatius auf der Seite von The Academy Heroes, verliert dafür aber Double N. Am Ende des Tages 2-1 Trade für The Academy, man kriegt eigentlich einen der wichtigen Carries mit Spekulatius raus. Und auch Blast fällt jetzt sich auseinander. Es ist wiederum 2 Nashor Buffs, die man auf Seiten von TOG verliert. Führen die 2 Turn und wieder einmal den Jungler. Es ist insane, wie jedes Mal die Academy Heroes während dem Nash Powerplay basically den Engage findet, um diesen Nash Push zu denyen. Double N sah nicht ganz perfekt aus, dieser Engage. Man hat mit The Curse of the Sad Mummy nur den Victor bekommen, aber das reicht, weil danach kommt eben dieser massive AOE-CC wieder zustande. Man hat den Encore von der Seraphine, man hat letztendlich den Ornn in der Backline gehabt, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass der Varus dort sterben wird und dementsprechend den 2-1-Straight, den du gerade erwähnt hast. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wen du gerade eigentlich so als Favoriten siehst, weil ich bin komplett überfordert. Es ist extrem schwer. TOG muss einfach aufhören zu klumpen. Das passiert nämlich irgendwie permanent, dass sie immer, sag ich mal, in einem Klump stehen und dadurch natürlich diese Ultimates dann auch extrem gut, sag ich mal, alle Targets gleichzeitig erwischen können. Man respektiert diese permanenten Amumu-Engages nicht, man respektiert den Ornn nicht wirklich, der eben aus der Seite kommt und da permanent halt diese Engages findet. Wenn das tatsächlich nicht der Fall wäre, könnte TOG dieses Game so clean runterspielen. Ich bin natürlich weiterhin ein kleines bisschen mehr für TOG, einfach nur weil ihr Scaling halt immer noch ein ganz kleines bisschen stärker ist. Allerdings müssen sie jetzt hier auch langsam dementsprechend spielen und dementsprechend auch die Fights nehmen zu ihren Mitteln. Da sprechen wir gerade davon, der Platz in der Backline, Galbatorix einfach auseinander, die Chaos Storm macht jetzt wieder einmal Arbeit. Galbatorix kriegt heute Abend Albträume von dem Victor, gleichzeitig wird Alla hier jetzt auch nochmal weggechased. Hier, Marco kommt nicht ganz durch, man muss sich damit unseren eigenen T2 wieder retten. Wieder einmal ist Tribunik aber in der Flanke drin und beim letzten Mal ging das relativ gut hier aus. Wieder der Englisch von Double N, Channel Crouch kommt nicht durch. Da reicht auch die Ultimate von Amumu nicht aus. Call to Forge wird ebenfalls aber zum Disengage benutzt. Man kriegt aber noch den Return Key auf AP, der platzt sich komplett auseinander. Fugreif fällt eigentlich ebenfalls nach Alla und Tribunik hat jetzt über den Host-Attack übertrifft. Jetzt sich aber nur Alla, der versucht, um auf den Outtack ranzukommen an Tribunik, kommt aber auch da nicht ran. Somit am Ende der 1-3 Trade für Inferior für TOG und damit die Möglichkeit, jetzt auch diesen Tier 3 langsam aber sicher angehen zu können. Man entscheidet sich für die Toplane letztendlich. Es hat nur deswegen, glaube ich, gerade nicht funktioniert, der Engage von Double N, weil man vorher die Seraphine verloren hat, die wieder von dem Victor gecatcht wurde. Du hast gerade eben schon gesagt, ich glaube, die Seraphine bekommt hier wirklich Albträume von dem Victor und von dem Chaos Storm, der die ganze Zeit einfach nur dafür sorgt, dass die Seraphine entweder low ist oder tot. Und Ari war auch komplett rausgezont. Man hat, ich weiß nicht, ob der Call dann kam, dass die Ari dort gar nicht mehr den Flank suchen soll, weil der Fight basically schon verloren war. Oder ob man einfach den Flank nicht gefunden hat und sich dann entschieden hat, yo, ich gehe einfach defensiv zurück, versuche im Zweifelsfall die Waves zu clearen, wenn man für den Push gehen sollte. Aber
es war wieder dieser Ansatz, es hat nicht funktioniert dieses Mal, gefühlt das erste Mal für die Academy Heroes. Genau, aber jetzt hat man es verstanden, man muss eben halt auf mehrere Instanzen ein und damit der Amumu in dem Fall nicht mit einer Ultimate alle hitten kann oder in dem Fall zu Conditions fighten, die man sich selber geschaffen hat, indem man, wie du schon angesprochen hast, Galvatorix vorher rausnimmt, der halt auch permanent sich an diesem Victor zugrunde geht und das sind die Fights, die TOG relativ einfach auch gewinnen kann, wenn in dem Fall eines dieser crucial Elemente, die für diesen Teamfight von die Academy Heroes so wichtig sind, eben halt fehlt oder gerade nicht im Fight dabei ist oder halt wie Tribune out of position sind, um eben gar nicht am Fight teilnehmen zu können. Ja, also wir sind jetzt ja auch gerade wieder kurz davor, den entscheidenden Drake zu bekommen. Was für die Academy Heroes gerade spricht, obwohl man die Prio nicht hat, man hat mittlerweile alle 5 Ornaments. Die Ahri hatten mittlerweile auch ihr Upgrade bekommen, das Eternal Winter. Und man kriegt sogar jetzt ein bisschen die Situation künstlich hergestellt, dass die Academy Heroes Teogene ein bisschen reindrückt und dann den River contesten kann. Natürlich sind da noch ein paar Saplings, die ein bisschen für Poke sorgen werden. Alla Drop to Low und jetzt kommt der Engage. Call of Forge kommt bereits raus, eigentlich die Marco und Ankos jetzt ebenfalls. Aber jetzt sind wir wieder auf der Seite von TOG. Retikus deckt der Shutdown auf. Der Giga-Chat ist bereits raus. Tatsächlich fällt aber auf der anderen Seite auch Double auseinander. Der nächste auf der Seite von TOG aus ist Blast. Tatsächlich ebenfalls fällt eigentlich der Schaden von Spaculatius hier sehr, sehr gut mit dabei. Man kriegt weiteren Kill. Zwei weitere Kills auf der Seite von TOG. Tribunik und Alla fallen hier auseinander, verliert eigentlich auch Api, damit der 3 für 3 Trade so far, die Botter noch am Leben und Draculazza geht hier weiter hinterher, der Snipe sitzt nicht ganz, so mit der 4 für 3 Trade, aber TOG kommt am Ende trotz allem mit dem besseren Ergebnis davon, weil Spaculatius lebt noch, Ostevich lebt noch und nur Galvatorix lebt und man entscheidet sich, den Drake berechtigterweise jetzt erstmal stehen zu lassen und für den Inip zu gehen. Guck dir diesen Damage an von Spaculatius, dieser Inip wird auf jeden Fall fallen. Und du hast theoretisch dann noch eine Botlane-Wave, die du annehmen kannst. Ostovich ist auch schon auf dem Weg dahin. Ja, die Botlane-Wave wird angenommen. Man kriegt diesen Top-Lane mit den Midlane-Inhibitor tatsächlich ebenfalls nochmal auf der Seite. Und es ist genau diese Fights muss man halt spielen. Man kriegt die Botside-Wave noch rein und kann danach direkt für die Foundation Richtung Dragon Soul aufbauen. Man nimmt sich den Drachen hier damit mit. Nimmt vielleicht auch mal den Blue-Buff auf der Seite von Spaculatius mit. Nein, den lässt man stehen. Man fängt stattdessen dann gleich den Dragon an, um ihn so zu preparen, dass Blast praktisch nur vorbeikommen muss und ihn halt zu smiten hat. Man sieht aber auch den Teleport auf der Midlane hier tatsächlich durchkommen. Da kommen zwei Teleports durch, sowohl von Alla als auch von Tribunik. Und Spaculatius, der ist da richtig drin. Der nächste Teleport eigentlich durch der Flash Engage von Alla sitzt nicht. Spaculatius mit einem wunderbaren Flash. Call for Forge kommt ebenfalls durch. Channel Corruption wird ebenfalls dort drin. Spaculatius ist im Catch drin. Onkos sitzt ebenfalls. Der fällt hier relativ low. Eigentlich der Schaden reicht noch nicht ganz aus, um ihn hier zumindest zu töten. Haust der Takeover und hält ihn noch bis am Leben. Jetzt kommt Tribunik dazu. Damit im Bailout. Und damit ist dieser Kill auf jeden Fall und damit ein wichtiger Teil von TOG bereits am Anfang des Fights raus. Dabei wird ein bisschen runtergeschränkt. Aber auch das wird am Ende vermutlich nicht für den Kill reichen. Die Academy Heroes holen sich hier den ersten Drachen, dann kriegen aber die Drachenseele Blast, versucht dann noch für den Smite zu gehen, kriegt ihn aber ebenfalls durch, ist zum Monument gegen Dubbin, fällt am Ende aber trotzdem, weil sich der Tribunik einmischt. Damit zwei Kills für die Academy und die Drachenseele oben drauf. Wunderbarer Smite-Versuch von Blast. Dubbin kriegt dann nicht mal den Smite durch, Blast kriegt jetzt nicht Fukurei auf den Dragon, aber er geht trotz allem an die Academy Heroes und wir kriegen hier wieder einmal den besseren Fight. Fukurei bekommt den Drake mit dem Outro-Tag. Das kannst du dir nicht erzählen, aber man hat hier, das muss man kurz mal kritisieren, man hatte 3000 Gold auf diesem Varus. Das war ein komplett fertiges Item, was man letztendlich jetzt gekauft hat nach dem Tod. Das ist ein Power Spike, den man ein bisschen disrespected hat. Vielleicht auch so ein bisschen dann die Situation gewesen, dass die Renata und Varus off-guard erwischt wurden. Man sieht jetzt auch den Nash-Attempt von die Academy Heroes. Den musst du fallen lassen, du hast keinen Smite-Up. Das ist tatsächlich jetzt der Nash-Buff zum ersten Mal für die Academy Heroes. Wir wissen aber, wie es mit Nash-Buffs hier funktioniert. Deswegen weiß ich nicht, ob das so ein Vorteil ist für die Academy Heroes. Würde ich nicht unbedingt sagen, wie schon gesagt, wir haben immer den Curse der Nash-Buffs. Auf der Seite von TOG kann man diesen Nash nicht contesten, der schmilzt da wirklich dahinter Schaden da. Auf der Seite von The Academy Heroes ist auch einfach viel zu groß. Man fällt sowohl Drachenseele als auch den Baron. Damals 2 Minuten natürlich, die Academy Heroes deutlich weit vorne sind, deutlich auch wieder Pressure anbringen können. Und der Varus eben halt, dass dieses Einheiten gefehlt hat, ist in diesem Teamfight so wichtig, dass man da am Anfang auch rausgecatcht wurde auf der Seite von Spaculatius. Er natürlich extrem bitter. Teleport-Usage hier von The Hero Academy. Die Academy Heroes extrem gut verwendet worden und somit reicht es dann in dem Fall, um das Game wieder einmal so ein bisschen mehr in ihre Kontrolle zu bringen. Ja, und man wird jetzt tatsächlich auch mal versuchen, mit dieser Caitlyn, die doch relativ viel Range hat, dann den Turret hier auf der Midlane zu siegen, vielleicht das erste Mal selbst einen Inhibitor hier zu bekommen. Man muss bedenken, auf der Seite von die Academy von TOG sind tatsächlich noch die beiden äußeren T2-Turrets am Stehen auf Top und Bot. Man sieht auch, Botlane kommt jetzt eine riesige Wave rein. Ahri könnte dort runtermoven, um diese auch dann mit dem Nash-Buff zu versehren.
Und damit dann auch einen 4-1-Push letztendlich zu generieren. Ja, mit dem Dash-Buff ist es in dem Fall möglich. Momentan kann Arya halt dadurch auch relativ gut Pressure aufbauen. Man hält sich auf Seite von die Academy Heroes ein kleines bisschen zurück, wartet ab, bis die Botlane Wave ebenfalls anpusht, schaut nach, wie sich TOG langsam sich aus ihrer Base war, wo man eventuell einen Catch landen kann, weil jedes Mal, wenn dieser Catch halt so durchkommt, wie ihn DH auch haben möchte, funktioniert er eigentlich relativ gut. Man verliert jetzt derweil den Tier 2 auf der Botseite, ist aber auf jeden Fall ein Opfer, was man durchaus verkraften kann. Auf der Seite von TOG lang, wie man jetzt halt nicht selber den Inhibitor verliert, selber halt diese Push-Pointe, weil auf der Midlane kommen in dem Fall immer noch nach und nach Supermins und die halten diesen Push zumindest teilweise zum Zeitpunkt auf. Ja, so wie es Caitlyn und Seraphine hinbekommen, auch eine Ahri natürlich, kriegen das selbstverständlich auch Viktor, Karma und Varus hin, einen Nash-Buff zu verteidigen. Aber jetzt ein Gage. Aber N muss hier, gehört jetzt nicht die Breimann, zieht gleich den Anchor auf, dann geht hinterher, der muss sich rausflashen, wird hier auch relativ low gechunkt, kommt aber trotzdem im Sinne von, das eine wichtige Ultimate, die für diese CC schon eigentlich wichtig ist, die jetzt gerade fehlt, Tribunic wird derweil aus dem Bots-Jungle vertrieben, ist so wahrscheinlich über den Sapling gelaufen, aber auch weiterhin, die Midlane-Wave wird eingepusht, man hat jetzt mittlerweile auch ein Fullbit auf der Caitlyn und gerade auch dieses letzte Item kann natürlich nochmal eine ganz, ganze Menge rausreißen. Ja, die Caitlyn mit einem relativ defensiven Itembild hier, sie hat das GA und das Morphed Mamortius. Und was man jetzt aus diesem Play natürlich herausziehen muss, ist die Tatsache, dass Karma ihr Flash verloren hat. Dieser wird zum Elder-Fight nicht ab sein. Seraphine wiederum hat fast schon wieder ihre Ulti ab. Natürlich war sie kurz auf Cooldown. Man hat jetzt, keine Ahnung, 40 Sekunden darauf warten müssen. Aber der Onkor ist jetzt wieder ab und man hat weiterhin den Nash-Buff. Das heißt, man kann jetzt wieder nach dem Engage suchen. Diesen muss wahrscheinlich AP wieder versuchen abzufangen oder die Tank-Karma. Aber sieht gerade sehr stark danach aus, als könnte man diesen Nash-Buff komplett stallen, bis auf den Botlane-Tower, den man verloren hat. Das ist wie ein kleines Target, was man da gerne abgeben kann, solange wie es in dem Fall nicht in mehrere, auch gerade wenn man in die eigene Basis dann nimmt, wenn nicht hart, allzu hart eingepusht wird und dementsprechend einigermaßen gut noch dabei wegkommt. Klar, die Goldspritze ist unangenehm, aber mittlerweile kommen wir an einen Itempunkt, wo die meisten Champions auch anfangen, sich langsam auf ihr letztes Item bzw. ihr letztes Item bereits gebaut haben. Dementsprechend werden diese Goldvorteile langsam aber sicher irrelevanter. Man hat praktisch seinen Item-Power-Spike nun vorhanden und wird jetzt auch nicht mehr wirklich viel stärker. Somit geht es eigentlich nur darum, diese Push-Power wirklich zu nehmen, weil gerade ein Open-End auf Seite von TOG kann dir wirklich auch sehr, sehr schnell ein Genickbruch sein. Ja, ich will jetzt mal einen ganz anderen Punkt mal anbringen, weil es mir die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf hängt. Wie stehst du hier zu dem Maokai-Item-Bild? Weil ich bin der Meinung, dass der Maokai hier eigentlich als Frontline besser fungiert hätte, im Zweifelsfall noch ein drittes Radiant Virtue, weil Renata eins hat, mitzunehmen. Und dafür halt auch dafür sorgen, dass man eben nicht so leicht in die Backline reinkommt. Weil dieser Maokai, man sieht es auch, ist 8-mal gestorben. Und das liegt auch unter anderem daran, dass dieser eben sehr viel tankt, aber nicht sehr viel tanken muss, aber nicht sehr viel aushält. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich sehe das tatsächlich ähnlich, weil man hat eigentlich genug Damage auch für Seite von TOG zur Verfügung. Man hat einen sehr, sehr starken Varus mit dabei. Api demonstriert immer wieder sehr, sehr guten Schaden auf der Midlane. Sucht man jetzt langsam mal sicher den Engage, kommt da aber nicht wirklich ran. Und so mit dieser ein bisschen mehr Frontline auf Seite von Blast, das wäre genau das, was eigentlich für einen Varus, damit er free poken kann, für Api, damit er sich in dem Fall halt frei bewegen kann, wäre eigentlich genau optimal mit dem Itembild, wie ich schon sagte. Man hat ein bisschen künstliche Tankiness durch die HP, die Mage-Items bringen. Allerdings trotz allem eigentlich ein Tank-Maokai wäre mir persönlich hier auch lieber gewesen, hätte mir auf jeden Fall auch den besseren Komfort gegeben als Varus oder als Viktor, um in dem Fall ein bisschen sicher zu spielen. Chain of Corruption geht halt nicht tatsächlich auf Double End, der verliert halbes Leben. Die Chain spreadet sich, ihr glaubt, Tox muss sich raus, wenn Call of the Forge kommt jetzt aber ebenfalls raus. Man klumpt wieder auf Seite von TOG, Knockup sitzt auf Api, der muss raus, wenn Call of Sand Mommy und Anchor gehen ebenfalls zurück. Treffen hier aber nur den Tank, und dann wird der Hostile Takeover auf die Backline. Genau, der Chaos Storm geht ebenfalls zurück. Ich glaube, Tox muss da sich rausrennen, der hat schon wieder Vietnam Flashbacks. Aller fällt in der Frontline bereits ebenfalls. Spekulatius hier mit dem ersten Kick, aber Tox ist bereits low, muss hier ebenfalls davon rennen. Fugreif muss ebenfalls raus, damit er nicht geslowt wird von dem E. Der Flash Snipe und der Double Kill für Spekulatius. Was ist mit diesem Varus los? Diese Snipes sind insane. Und der nächste Kill damit für TOG. Ein bisschen weit vorne jetzt allerdings, und die Ketten, die macht auch gut Schaden. Spagat hat sich relativ low, muss sich hier langsam sich jetzt zurückziehen. Und zum Ende der 2 für 0 Trade Ace holen wird ebenfalls zu werden, wird eigentlich geblockt. Und wieder Tribunic auf so einem leichten Flank-Versuch, kommt am Ende nicht durch. Spekulatius muss hier aber auf jeden Fall in die Basis gehen. Spekulatius muss in die Basis gehen, da hast du recht. Aber man kann trotzdem für diesen Elder gehen, auch ohne den Varus. Der Varus wird sich jetzt dann versuchen, über das Eclipse und das Blade of the Rune King hochzuheilen. Mamumu ist auf dem Weg zum Steal. Ich glaube, da wird man das versuchen. Muss man auch schon fast. Dabei Andy in einer guten Position, wurde allerdings bereits gespottet. 5000 HP noch auf dem Elder vorhanden. Man turnt hier einfach auf ihn drauf. Chaos Storm wieder zur Verfügung. Man routet ihn hier einfach durch. Dabei kommt da nicht wirklich ran. Da reicht auch die Tankiness nicht aus. Und da fällt man wieder AP mit dem nächsten Kill. Der Elder Dragon damit low. Und der wird hier einfach souverän von Blast weggesmited. Damit das wichtige Objective nur. Man will direkt hinterher, will hier auch Fukuref anscheinend catchen. Der rennt hier tatsächlich um sein Leben. Der hier kommt jemand, der Root sitzt eigentlich. Man wird zurück ins Team genommen. Und da kommt man als Caitlyn nicht wirklich gegen an. Wird hier zum ersten Mal executed. Kommt damit auch in den GA rein. Der Teleport kommt ebenfalls durch. Man ging sich hier tatsächlich
einmal rund um den ADK ab. Jeder darf einmal zuschlagen. Am Ende geht der Kill wieder an Api. Der nächste Kill für TOG. Zwei weitere Catches und jetzt auch ein wichtiger Catch auf dem AD Carry. Und damit der Push mit dem Elder Drake in Richtung Basis. Das könnte das Game sein. Es ist noch eine Minute auf. Okay, da ich glaube. Und Call of the Forge kommt ebenfalls durch. Super Knock-up reinbereitet. Knock-up. Man fällt hier auf der Seite von TOG langsam sicher los. Man kriegt den ersten Kill auf Api. Fällt eigentlich letztlich auf der Seite von Allah. So ein 1:1. Aber ein wichtiger Damage-Tag von TOG jetzt weg. Der Inhib wird aber trotzdem angegangen. Muss auf der Seite von Tribunik und Gabatorix jetzt wirklich langsam aber sicher sich zurückziehen. Darf nicht zu viel abgeben. Muss aber auch nicht zu exposed spielen. Somit der erste Nexus-Turret jetzt im Fokus. Und auch der fällt langsam sich los. Der Root sitzt ebenfalls. Und die Turrets, die fallen hier auseinander. Wird auf der Seite von Tribunik irgendwie Zeit rauszuholen, geht in dieses Hourglass rein, wird natürlich auf Seite von Gearchild auch nochmal getan, aber der Nexus-Turret liegt offen, Tribunik fällt und das Game ist over. TOG holt sich Game 1 am heutigen Abend. Ja, man muss wirklich sagen, TOG holt sich Game 1. Das war ein 48-Minuten-Banger. Wirklich, also kann ich so nur unterstreichen, auf dem Papier ist Elo eben doch nicht alles. Und man hat sich ja auf Seite von The Academy Heroes auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Game erkauft. Man musste, hat viel, sag ich mal, gehalten, was am Ende vielleicht nicht mehr so haltbar wirklich aussah. Das ging, Game ging hin und her und vor und zurück und hat wirklich sehr lange gedauert. Am Ende kann sich TOG trotz allem ein kleines bisschen, mit einem kleinen bisschen besser bevor uns und gerade auch mit diesem wichtigen Elder Drake fight. Man kriegt den Elder Drake, kriegt dadurch den Push, aber man kriegt direkt wieder zwei Kills auf Seite von TOG und dann ist dieses Game einfach over, weil man einfach nicht mehr wirklich stallen kann. Kriegt man am Ende den Sieg, aber es war ein so knappes Hint, dass ich zwischendrin wirklich sagen musste, ich kann hier nicht sagen, wer das Game am Ende wirklich nach Hause nehmen müsste. Starke Performance in Game 1 von beiden Teams und das Schöne ist, wir haben natürlich noch ein Game 2 für euch. Das ist schlecht, aber da kümmern wir uns natürlich leicht drum. Gehen wir mal in die Szene. Jetzt müssen wir uns eigentlich auch wieder hören können. Müssen wir, Ja, ich glaube tatsächlich, jetzt hört man mich wieder. Hallo, ich habe dir tatsächlich gerade, um es zusammenzufassen, den Victor und die Caitlin gelobt. Da ja auch Gubarev gerade im Chat ist, die gute das ganze Game als wunderschöne Volleyball-Weltmeisterschaft bezeichnet. Hier wurde sehr viel hin und her geworfen, aber man hat dieses erste Game wirklich sagen müssen, es ist eine potenzielle Banger-Series. 1-0 jetzt für TOG. Aber die Academy hatte hier definitiv die Ansätze, um tatsächlich auch dieses Game für sich zu entscheiden zu können. Das heißt, wir können hier auch potenziell noch ein 1-1 erwarten. Ja, durchaus. Also das 1-1 steht theoretisch überhaupt nichts im Wege. Gerade vor allem auch, wenn man ähnliche Combos wieder pickt. Das Game war, wie gesagt, close. Eventuell sehen wir jetzt auch was komplett anderes, dass beide Teams sagen, okay, wir drehen die Combos komplett um. Dass man vielleicht auch Seite von The Academy sagt, okay, wir nehmen vielleicht eher eine Scaling-Bot drum, um die wir trotz allem rumspielen können, die aber vielleicht ein bisschen mehr scaled, als wirklich wie eine Cadence sehr abused im Early-Game zu sein. Dass wir eventuell halt ein bisschen mehr auf Late-Game setzen können, als wirklich im Early-Game ahead kommen zu müssen. Aber am Ende des Tages weiß man es natürlich erst nach dem zweiten. Wir werden jetzt wahrscheinlich einen kleinen Moment brauchen, bis die Teams wieder soweit sind. Einfach nur, man wird sich einmal kurz beraten müssen, man wird eventuell auch seine Teamcoms anpassen. Natürlich werden wir auch wahrscheinlich gerade vom Verliererteam wieder angepasste Bands sehen. Vom Gewinnerteam sieht man das meistens eher weniger, gerade in diesen Divisionen nicht, dass sie meistens bei ihren Bands bleiben. Never change a running system, wie man so schön sagt. Aber auch gerade da können wir uns wahrscheinlich im zweiten Draft noch auf einige Überraschungen freuen. Ich glaube tatsächlich, dass man auch auf der Seite von TOG hier potenziell was ändern könnte. Ich glaube, der Amumu, den hat man nicht erwartet. Und dieser Amumu hat sehr gut funktioniert und war eine sehr gefährliche Waffe für die Academy Heroes. Also diesen Pick würde ich tatsächlich auch respekten, gerade weil es ein Flex-Pick ist zwischen Jungle und Support. Aber wie du auch gesagt hast, natürlich primär kommen Changes von dem Losing-Team. Ich persönlich hätte da gar nicht so die krassen Ansätze.
Vielleicht hätte man, wenn man schon die ersten drei Bans gegen AP setzt, dann auch in der zweiten Bann-Rotation da weiter ansetzen können, anstatt dann den Silas und den Aatrox rauszunehmen. Ich verstehe den Ansatz dahinter, dass man Ornn letztendlich gute Matchups rausnehmen will, aber letztendlich hast du drei gute Champions gebannt und hast einen der zwei besten, die noch offen waren, offen gelassen. Also Ryze war jetzt halt uncontested, das hat man aber auch vorher gesehen, Ryze ist jetzt nicht unbedingt der Favorite Champion Pool der beiden Midlaner, aber dieser Viktor war komplett disrespected worden letztendlich und hat wirklich viel Work letztendlich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Gerade Galbatorix, wie gesagt, der wird sich am Ende des Tages häufiger umdrehen, um zu gucken, ob da nicht schon wieder eine Victor-Ultimate auf ihn wartet, der wirklich sehr, sehr häufig an dieser Victor-Ultimate gestorben ist. Somit haben wir auf jeden Fall Picks, die eventuell auch rausgebracht werden. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir so sagen, vielleicht fliegt der Victor jetzt so raus, der natürlich in diesem Game eine sehr turnende Performance hat. Dafür würde dann vielleicht aber der Azir offen bleiben, der von beiden Midlanern sehr gut contestet wird. Natürlich besteht auch mal die große Frage, auf welche Seite sich die jeweiligen Teams nun begeben werden, inwiefern die Seiten gewechselt werden und inwiefern natürlich die gleichen Kombos nochmal durchkommen werden, welche Champion jetzt in der nächsten Rotation gebannt werden und ob wir eine ähnliche Kombo noch einmal sehen werden oder vielleicht doch etwas ganz anderes. Ja, es fängt letztendlich auch damit an, wir müssen ja gerade hervorheben, die Academy Heroes hatte die Side Selection und hat die Red Side gewählt. Häufig ist, kann man auch davon, oder theoretisch kann man auch davon ausgehen, dass ein Team die Blue Side nimmt und den First Pick securen will. Gerade in einer Situation, wo man auf zwei wichtigen Rollen, Jungle und AD Carry, sehr ähnliche Champion Pools hat und lieber den besseren Pick für sich securen will. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, jetzt auf der Seite von TOG, würdest du die Blue Side nehmen? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Grundsätzlich hat die Blue Side hier gerade sehr, sehr gut funktioniert, gerade auch mit einem sehr soliden First Pick. Wenn man das Ganze wieder so durchbringen möchte, dann würde ich durchaus sagen, dass die Blue Side hier wiederum sehr attraktiv ist. Eigentlich ist es auch immer wieder ganz angenehm, einfach auf der reaktiven Seite zu sein, sich den Last Pick zu sichern. Gerade halt für so eine wichtige Lane, wie halt zum Beispiel Mid Lane oder auch die Top Lane, wo man theoretisch einen sehr, sehr guten Counter Pick anbringen kann, wo man dann auch sehr, sehr gut mitarbeiten kann. Im letzten Game mit der Victor hat sehr, sehr gut gearbeitet, auch wenn er nicht als Counterpick gewinnen, wenn man jetzt eine mehr komfortable Lane vielleicht nehmen könnte, umso besser. Auf der anderen Seite sage ich aber auch wieder dagegen, AP ist eh jemand, der Midlaner eher als sehr Scaling bzw. sehr Handshake-Matchup spielt. Dementsprechend kann man eigentlich relativ gut erwarten, welche Art von Champion man von ihm sehen möchte und da auch mit einem Blindpick schon sehr, sehr gut gegenarbeiten. Denn beide Seiten haben durchaus ihren Reiz für TOG und ich könnte dich jetzt nicht festlegen, um zu sagen, die nehmen jetzt unbedingt Blue Side, weil never change a running system, oder die nehmen unbedingt Red Side, weil sie brauchen Red Side für Counterpick XY. Weil bei keinem von denen sehe ich jetzt wirklich so den Need, dass sie einen Last Pick brauchen oder mit dem Counterpick auf ein bestimmtes Matchup. Ja, sehe ich ähnlich. Also man kann hier beides spielen. Ich persönlich bin einfach ein großer Fan von der Red Side. Du hast sehr, sehr viele, man hat aktuell sehr viele starke Champions in der Meta. Und auch hier, wir hatten es schon gesagt, natürlich ist Comfort ein großer Faktor. Aber wir haben einige Meta-Picks hier auch im Champion Pool der einzelnen Spieler. Dementsprechend kann natürlich zwei Meta-Picks zu securen wertvoller sein als einer. Zusätzlich der dritte Pick, wo du dann sozusagen auf dem vierten und fünften Band sogar noch Champions rausnehmen kannst. Und der Last Pick bringt einen riesigen Mehrwert von der Red Side, ist aber rein von der Map selbst her potenziell ein Tickchen schwerer zu exekutieren. Natürlich kommt dann auch mal die Frage auf, was für Teamkombos sehen. Wir sehen jetzt von der TOG eine Kombination, wie wir sie gerade eben von The Academy Heroes gesehen haben, die sehr einfach zu exekutieren ist, wo in dem Fall halt Ultimate auf Ultimate auf Ultimate folgt, man am Ende des Tages einfach mit sehr, sehr guten CC-Chains aufwartet, um gerade den Carries keine Möglichkeit zu bieten, da rauszufischen, oder sehen wir wieder eine, sagen wir mal, etwas schwieriger zu exekutieren kommen, wie vorhin, die am Ende des Tages trotz allem eigentlich doch relativ gut aufgeht, mit einem Gameplan, der sich mit bis Late Game sehr, sehr gut erstreckt, im Early Game sehr, sehr passiv und sehr, sehr ruhig ist, was im letzten Spiel sehr, sehr gut funktioniert hat und natürlich auch so ein bisschen gegen die Zeit für die Academy Heroes spielt. Oder geht man vielleicht doch für einen ganz anderen Draft, sagt jetzt, wir spielen Abusive Bottom, wir spielen so etwas wie Lucian Nami als beispielsweise oder halt selber Caitlyn oder ähnliches, um in dem Fall ordentlich Druck aufzubauen, um in dem Fall über Early Game sehr schnell zu snowballen und dadurch auch die Map sehr schnell unter Kontrolle zu bringen und vielleicht das Spiel einfach auch mal auf einer komplett anderen Ebene zu spielen. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen diesen Modus einfach genießen, weil das Game gerade hat schon richtig Bock gemacht. Das zweite Game wird auch wieder schön. Ich kann ja schon mal so viel sagen, wir werden tatsächlich keinen Zeitenwechsel sehen. Ich bin schon in der Lobby drinnen und ich sag's mal so, Ala, Double N, Tribonic und Fugurev sind schon ready auf der Red Side. Dann dementsprechend bleiben wir anscheinend auf der Blue Side. Vielen Dank für den Insight. Sagt sich, glaube ich, TOG jetzt nicht unbedingt,
geht gar nicht, können wir nicht mitleben. Im Zweifel sollen wir wieder einen starken First Pick rausbauen. Wäre zum Beispiel wieder ein Maokai die Möglichkeit, wenn er in dem Fall offen bleibt, aber auch durchaus der ein oder andere sonstige Pick, den man hier vielleicht hinein kann. Ich kann mir nicht forschen, dass es jetzt sowas wie ein Azir tatsächlich werden wird, wenn man den hier offen lässt, weil man trotz allem, glaube ich, nicht unbedingt sagt, Azir ist so ein Prior Pick, dass man hier First Pick möchte. Es wird wahrscheinlich wiederum irgendein Crucial Botlane Jungle Pick sein. Irgendwas, was man immer noch schön flexen kann oder eventuell gut mit irgendwelchen Champions kombinieren kann. Eventuell wieder ein Varus Pick hier tatsächlich für Spekulatius, den man natürlich auch durchaus durchbringen könnte. Ja, also ich glaube, ich glaube, du wirst nicht nochmal. Ich finde es schwierig zu sagen, wie man jetzt auf der Seite von The Academy Heroes das machen will. Du hast hier gerade diesen Maokai eben erwähnt. Du musst einen kompletten anderen Ansatz jetzt bringen, wenn du jetzt sagst, du bannst den Maokai. Weil damit bleiben deutlich mehr Midlane-Picks offen. Gerade hast du Midlane komplett getargetbannt. Und ich finde, in dem Moment, wo du sagst, du bannst jetzt den Maokai, den du als starken First Pick auch berechtigterweise gerade considered hast, und es hat ja auch gerade auch funktioniert, musst du eigentlich eine komplett andere Strategie fahren. Einspieler-Targetbann funktioniert dann nicht mehr. Und das ist auch eine Sache, wo ich von ausgehe, dass die Academy Heroes genau das jetzt denken wird. Dass man nicht mehr diese drei Targetbans dann potenziell gegen AP setzt, und dafür dann potenzielle gute Picks, also sowas wie die Maokai. Dementsprechend, ich kann mir mittlerweile sehr, sehr gut vorstellen, dass große Änderungen auf der Seite von The Academy Heroes passieren werden. Gehe ich grundsätzlich auch von aus, gerade halt wird Banzi vielleicht im letzten Spiel sehr, sehr großes Problem haben, wie gerade angesprochen, Maokai, eventuell auch der Victor, dafür dann eventuell andere Picks offen lassen, einfach allgemein die Bans mehr über die Maps spenden. Vielleicht auch, dass ich so aus wie ein Varus-Ban, damit man keine so gute Antwort mehr gegen Caitlyn tatsächlich hat, vielleicht da auch einfach ein bisschen mehr Komfort mit reinbringen und dann die Caitlyn wiederum selber sichern, um vielleicht über die Bots wiederum besser spielen zu können. Aber gerade auch Varus mit seiner Utility über halt die Chain of Clutch und über die Long Range im Poke-Matchup kommt natürlich nun mal sehr, sehr gut darüber durch. Dementsprechend sehe ich das praktisch ganz genauso. Ein Spiel zu Tageband führt hier nicht zum Erfolg, evidently, und dementsprechend werden die Bans auf jeden Fall deutlich weiter gespreadet, hoffentlich. Und vielleicht sehen wir dann nochmal ganz, ganz andere Champions auf beiden Teams. Ja, also ich glaube, wir werden eine komplett andere Draft sehen. Gewisse Champions werden gleich bleiben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wieder Allah einfach seinen Ohren bekommen wird. Es ist einfach, das ist The Academy Heroes at its best. Wir sagen, hey, wir wollen uns den guten AD Carry für Fukuref sichern und uns ist basically komplett egal, was wir machen. Wir picken einfach Ornn für Allah. Er wird das da oben schon machen. Er hat gerade eben auch einfach ein B2 Ornn gepickt, hat das Counter-Matchup von Igachat bekommen und trotzdem hat er letztendlich da oben die Kammer outfarmed, ist nicht gestorben und hat einfach sich gedacht, yo, ich bin jetzt einfach beim Team dabei und hab da meinen Spaß. Dementsprechend, das wird wieder so eine Strategie sein, die funktionieren wird. Die Caitlyn wird wahrscheinlich auch offen bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass es den Varus, den du gerade erwähnt hast, auch gebannt wird. Du hast aber, glaube ich, potenziell auch mit Seraphine Senna dann wieder eine Option auf der Seite von TOG, wie du auf die Caitlyn reagierst. Also, ich glaube, wir haben hier einige Champions im Repertoire, die hier jetzt auftauchen könnten, die vorher gar nicht considered wurden. Ja, auf jeden Fall. Und wo du gerade auch die Karma ansprichst. Ich fand jetzt nicht, dass die Karma irgendwie ein Game-Breaking-Point war. So, ja, sie war nett. Sie hat den mal Ornn im Early-Game gut gebullet. Und ja, sie bietet ein gewisses PD-Potenzial im Mid-to-Late-Game. Allerdings auch wieder da. Man hat dasselbe Item mehrere Male. Radiant Virgin in dem Fall zweimal. Eventuell potenziell sogar dreimal, wenn der Maokai ist, Twitch out draft. Und ich muss sagen, eventuell ein traditioneller Top-Laner wäre vielleicht sogar für die Comp von TOG in dem Match vielleicht sogar sinnvoller gewesen. Für einen besseren Engage, für eine bessere Frontline auch nochmal zu demonstrieren. Somit allerdings war es halt die Karma, die ich jetzt nicht unbedingt als übermäßig prägnant in diesem Game beschreiben würde. Ich glaube, die Karma hatte einen insane guten Value vor dem Hintergrund, dass der Maokai missitemized hat. Die Karma hat legit in gewissen Situationen die Rolle des Frontliners übernommen, weil sie sich so viele Crasp auf die Undying Stacks aufgebaut hatte, mit Radiant Virtue nochmal HP bekommt und über das Radiant Virtue dann eben auch den Heal bekommt, um sich selbst wieder hoch zu sustainen. Vor dem Hintergrund, dass das der Fall war, hatte die Karma in diesem Game gerade einen sehr guten Value. Wenn aber ein Tank dort einfach ist im Jungle, kannst du auch einfach eine Winning Toplane für Igachat draften, gegen einen Ornn, der ja auch einfach nur durch die Lane kommen will. Und darüber mehr,
Damage in deine Draft reinbekommst, beziehungsweise einen besseren Damage Share. Weil wir hatten es jetzt gerade gesagt, beide Seiten waren wahnsinnig Magic Damage favored. Und ich glaube, ein AD-Toplaner hätte das Ganze nochmal ein bisschen erleichtert. Durchaus, vielleicht sehen wir ihn jetzt hier in diesem Spiel, denn wir sind drin im zweiten Draft TOG hier weiterhin auf der Blue Side. The Academy Heroes hier auf der Red Side. Und die ersten drei Bands sind bereits auch schon durch und wir sehen tatsächlich keine Abänderung bisher. Wir sehen die Zoe. Wir sehen vier Bands und bisher noch keine Abänderung. Die Bands bleiben also auf beiden Seiten bisher doch relativ gleich. Ja, wir bekommen auch wieder den Kaisante-Band, der wird höher priorisiert als der Orn. Die Lise wird höher priorisiert als der Mumu. Die Zoe ist Zoe. Und auf der anderen Seite sagt man sich, ja, wir targeten einfach weiter Api. Man hat es gerade eben gemerkt, individuell ein sehr, sehr starker Spieler. Und damit haben wir das Potenzial, tatsächlich hier 1-1 dieselbe Draft zu bekommen. Weil auch für die Academy Heroes war diese Draft 100% winnable. Ja, durchaus. Damit der Maoka First Speed, der wiederum hier vermutlich in den Jungle gehen würde. Damit bläst auch wieder auf seinem Baum-Champion hier. Die Ball ist, wie gesagt, gleich geblieben. Damit theoretisch vielleicht sogar die Wiederholung des ersten Spiels, vielleicht mit unterschiedlichen Ergebnissen, vielleicht mit dem gleichen Ergebnis. Da ist die Caitlyn, von der wir gerade gesprochen haben, so mit zwei Picks bereits gleich hier aus dem selben Spiel. Und da ist die Karma tatsächlich, die diesmal auch gleich mitgepickt wurde, die ich ja im letzten Draft angesprochen habe, dass man sich hier theoretisch sehr, sehr gut mit der Caitlyn paaren kann. Diesmal überlässt man sich hier tatsächlich TOG nicht, gibt damit also nicht diesen Flexpick ab, von dem du gerade den Value auch sehr, sehr gut erklärt hast. Dementsprechend also viel bereits weggenommen, was im ersten Draft eventuell dafür geführt, dass TOG in dem Fall dieses Game so gut für sich entscheiden konnte im Mid-to-Late-Game, aber auch gleich wieder die Antwort hier von TOG mit dem Varus. Ja, ich würde jetzt hier ein bisschen was abändern, musst du ja, weil die Karma jetzt hier nicht mehr pickable ist. Ich würde hier tatsächlich sogar eine Ashe relativ hoch priorisieren. Du wirst eigentlich jetzt auf der Botlane einen Supporter picken, der die Prio mit generieren will. Karma ist ein Champion, der das schon sehr, sehr gut hinbekommt. Lux, Varus sehe ich persönlich nicht. Man könnte für einen Heimerdinger gucken, ist dasselbe Problem wieder gerade eben mit Karma. Deswegen würde ich sagen, Ashe hier mit einem sehr, sehr hohen Value. Man entscheidet sich aber für das Blind Toplane Orn Matchup, beziehungsweise vielleicht bekommt man einfach das gespielte Matchup jetzt mit der Karma Toplane. Durchaus möglich. Die Karma ist natürlich immer noch flexibel, auch wenn sie mit der Caitlyn bereits relativ gut funktioniert. Man könnte die Ashe jetzt sogar selber auf der Seite von die Academy Heroes picken. Stattdessen ist es wieder der Amumu. Man ist eigentlich immer noch nicht sicher, wo geht und welcher Pick hin. Es ist alles immer noch flexpickable, außer eventuell halt die Caitlyn. Die ist, glaube ich, ziemlich sicher auf der AD Carry Position. Man könnte sie ganz eventuell entweder auf die Support Position wie in der LCK schieben oder halt eventuell auch in Richtung Midlane. Aber ich gehe davon grundsätzlich aus, dass sie weiterhin wieder auf die AD Carry Position gehen, wie halt im letzten Spiel. Und auch wieder der Silas wird rausgebannt, mit dem man natürlich auch jetzt schon wieder einiges an Old Value auf der Seite von TOG generieren könnte. Ich habe einen kleines Indiz dafür, dass potenziell der Silas sogar dass die Karma auf der Toplane landet. Ich weiß, dass Allah Silas spielt. Und man hatte gerade eben den Silas rausgebannt von dem Hintergrund, dass man gegen Orn spielt. Und das ist so ein bisschen wie beim Hairfight, dass dort Silas ein sehr, sehr gutes Matchup letztendlich hat und eine Free Ulti bekommt. Ich hätte mir vorstellen können, dass man hier auf der Seite von The Academy Heroes, wenn es keine Karma Toplane wäre, dass man hier für den Silas einfach geht. Weil der Amumu, den kann man ersetzen. Du kannst hier auch einen Jarvan picken zum Beispiel. Und damit den Physical Damage auch wieder ausgleichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier gleich wieder einen Supporter-Pick sehen werden. Galatorix. Ja, durchaus. Was natürlich weiterhin offen bleibt, ist wie die Seraphine, die man hier theoretisch auch wieder picken könnte, die im letzten Spiel ja auch gerade halt auf diese ganzen CC, auf den ganzen CC bereits gut funktioniert. Hier in dem Fall fehlt jetzt in dem Fall der Orange. Lässt man jetzt die Orianna. So, also ein Midlane-Blind-Pick. Man hat den Victor ebenfalls rausgebannt, der im letzten Spiel auf AP sehr, sehr gut funktioniert. Blind-Picks, aber Midlane. Ori fühlt sich in den meisten Midlane-Matchups trotz allem Blind-Pick relativ gut an. Aber wieder, es ist extrem viel Magic-Damage auf der Seite von The Academy Heroes vorhanden. Ja, aber man beantwortet das Ganze mit Magic-Damage. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man jetzt hier für eine Syndra geht. Das ist so das Common-Matchup. Aber man entscheidet sich für den Ryze, den wir gerade eben tatsächlich noch als jetzt nicht unbedingt in den Champion Pools der beiden Midlaner considered haben. Aber AP jetzt hier mit dem Ryze, damit spricht die TOG Draft jetzt schon für immenses Scaling. Man wird jetzt potenziell noch schauen, dass man einen Enchanter dazu bekommt auf der Seite von Varus oder eben die Ashe. Man entscheidet sich für die Renata, hat gerade eben gut funktioniert. Man hat jetzt nicht den Victor dazu, indem man sozusagen die Leute festhalten kann mit dem Hostile Takeover. Aber Renata funktioniert eigentlich immer ganz gut. Man hat mit dem Varus, der hier
wahrscheinlich wieder Lethality geht, jetzt nicht unbedingt eine Synergie auf dem Bailout, dass man sagen kann, yo, Varus, lauf mal vor, mach drei Autotext und danach bau die Stacks wieder ab. Aber ja. Ich würde sagen, Renato geht in Ordnung und GP kommt. GP kommt, damit der Last Pick, damit auch aufgelöst, die Kammer jetzt nicht auf die Support-Position geht, der Gangplank also auf die Top-Side. Somit fehlt es mir jetzt allerdings bei dem Draft von The Academy Heroes ein ganz kleines bisschen an Tankiness, die wir im letzten Spiel relativ gut gesehen haben, weil in dem Fall kein Tanky Toplaner mit dabei ist. Die Kammer wird jetzt auch nicht unbedingt den Tankigste werden, gerade weil sie diesmal nicht Toplaner, sondern eben halt auf Enchanter-Funktion auf der Support-Position gespielt. Und auch Lorianna ist jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt als Tanking Midlaner bezeichnet. Wir haben auf der Seite von TOG wieder eine sehr, sehr solide Frontend hat. Man hat diesmal auch sehr starken Long-Range-Engage über halt Call of the Fortune von dem Ornn. Man hat ein sehr souveränes Matchup, auch wenn das Matchup oben natürlich vom Gangplank nach einer Weile sehr, sehr gut übernommen wird, gerade wenn der halt sein Landes bekommt, wenn er dieses legendäre Level 13 erreicht, wo die Barrels in dem Fall halt ein sehr, sehr geringen Cooldown haben, beziehungsweise sehr geringe Abklingzeit haben, wo man sie in dem Fall halt zum Platzen bringen kann. Trotz allem muss ich wieder sagen, TOGs Draft gefällt mir rein vom Scaling hier schon mal deutlich besser als der von The Academy Heroes. Ja, also Scaling ist auf jeden Fall bei TOG und man hat auch deutlich mehr Engage-Tools über 4 Playmaking-Champions mit Maokai, Ornn, Varus und Renata. Was aber ein riesiger Faktor hier tatsächlich sein könnte, ist, wir haben die ganze Zeit die Botlane-Priorität gesehen, auf beiden Seiten. Die Drakes, die man contesten will. Du hast jetzt auf der Seite von The Academy Heroes einen GP. Und der GP kann über seine Ultimate tatsächlich dann auch sagen, hey, ich habe Anteil am Teamfight, ohne dass ich da bin. Während das Ornn nicht hat. Und das könnte so ein kleiner Faktor sein, dass es so ein 4,5 gegen 4 Teamfight immer wird. Gerade auch über Caitlyn und Karma, die ja doch relativ früh schon ihren Impact haben, auch Orianna, ein bisschen früher schon am Hitten als ein Ryze, glaube ich, könnte es hier deutlich klarer werden, was die Early-Game-Teamfights angeht. Und ich sehe schon das Potenzial, wenn so eine Caitlyn und GP ahead kommen und man nicht unbedingt mehr in diesen River reinsteppen kann, diesmal andersherum, dass du ein riesiges Problem haben wirst. Du könntest zwar versuchen zu engagen, aber wenn du low bist, ist Engage immer schwierig. Okay. Interessant auf jeden Fall. Und gerade, wie schon sagst, dadurch hat die Möglichkeit, über zwei Seiten praktisch zu kommen. Gangplank kommt ahead, wir haben ein Problem. Caitlyn kommt ahead, wir haben ein Problem auf der Seite von TOG. So, also zwei Seiten, die man bespielen kann. Wenn die Caitlyn ahead kommt, im letzten Spiel sah das eher so mal aus. Es gab Zeiten, wo die Caitlyn kurzzeitig ahead war, dann allerdings von Spekulatius wieder extrem schnell in ihre Schranken verwiesen wurde. Jetzt allerdings mit einem zweiten Faktor, der ebenfalls das System mangelt, der in dem Fall halt auch über den Ult-Value, sag ich mal, Files joinen kann und vielleicht dadurch auch eine earlier Drachenseele fokussieren kann, dass wir eben nicht erst 6 Drachen sehen, bevor die Seele schlussendlich von einem Team genommen wird, dass wir dadurch auch vielleicht einen Early Elder Drake sehen und dadurch eventuell diese Pressure von The Academy Heroes einfach sehr, sehr gut ausgebaut werden kann, dass sie sich dadurch vielleicht einen Early Sieg holen können. Spielt das ganze Game auf jeden Fall nochmal ganz, ganz neu auf. Endet auch so ein bisschen mehr Spices dazu, eventuell auch ein bisschen mehr Early Game Skirmishes, die wir hier sehen werden, die im letzten Spiel etwas geringer vorhanden waren. Aber auf jeden Fall eine sehr erfrischende und sehr abwechslungsreicher Draft. Ja. Ich habe jetzt meine steile These. Kannst du dir vorstellen, dass man sich mit der Karma, weil man jetzt ein bisschen gepanickt hat, dass man dieselbe Draft jetzt nochmal faced und dementsprechend wieder Probleme hat beim Target-Bannen in der zweiten Bann-Rotation, dass man sich mit der Karma in der Panik ein bisschen an die Wand gedraftet hat und eigentlich lieber einen Engage-Supporter gehabt hätte? Ein Engage-Supporter wäre hier schon angenehm gewesen, gerade halt, weil man dann theoretisch die Möglichkeit hatte, diese Lane weiterhin mehr Early zu bespielen. Gerade ein Engage-Supporter funktioniert im Early-Game. Level 2 ist für die meisten Engage-Supporter sehr, sehr crucial, dass man dann eventuell im Early-Game direkt Summoners ziehen kann, dass man Varus direkt in eine Defensive drängen kann. Allerdings ist das natürlich auch wiederum das klassische Botlane-Dreiecks-Matchup, das natürlich eine Poke-Lane nach und nach einer All-In-Lane bieten wird, beziehungsweise gar nicht erst dazu kommen wird, dass man in dem Fall überhaupt All-In kann. Das heißt, man muss in den Early-Level bereits irgendwie Value daraus kriegen, damit eben dieses Szenario gar nicht erst eintritt, dass Poke in dem Fall halt Engage überbieten kann. Und die schreit es auch weiterhin danach, dass man auf der Seite von die Academy Heroes wieder mehr Richtung Botzeit spielen muss und dadurch vielleicht auch ein bisschen diese Flexibilität, dass man eben zwei Lanes spielen kann, dadurch in dem Fall ausgelöst wird. Ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man jetzt sehr, sehr gerne einen Engage-Supporter gehabt hätte. Vielleicht ist es auch aber falsch. Das weiß man natürlich nie. Was würdest du jetzt mal so einfach in den Raum geworfen, was würdest du jetzt sagen, wer ist von der Draft her im Vorteil? Es ist wiederum für
The Academy Heroes ein gewisses Spiel gegen die Zeit. So, ja, sie haben wieder Late Games Game dabei, aber eigentlich müssen sie wiederum entweder die Caden oder halt Alla wieder nach vorne bringen und dann auch diesen Vorteil natürlich in gewisser Weise ausspielen, weil ansonsten fallen sie ja einfach wiederum in dieses alte Habit hinein, dass sie im Mid- bis Late Game Schwierigkeiten haben werden, über die Midlane zu kommen, dass Spekulatius wiederum sehr, sehr gut dagegen halten kann, wenn die Caden den von der Mitte in die Waves einpushen kann und dass man dann vielleicht einfach nicht genug Turrets bekommt. Ja, wir könnten hier tatsächlich jetzt erstmal ein Level 1 Invade sehen, ja, auf Twitch. Und Ostevic muss jetzt nicht auch direkt rausflashen. Der Q von Spekulatius macht ja noch ein ganz kleines bisschen Schaden, pockt auch das Bone Planning, aber trotzdem, man verliert bereits jetzt schon auf Level 1 ein Summoner Spell auf der Bot-Side, der natürlich extrem crucial ist, extrem wichtig ist auch für den späteren Spielverlauf und der natürlich auch gerade diese Lane extrem bestimmen kann. Ja, also gerade nachdem man jetzt gerade eben schon gesehen hatte, dass beide Jungler gerne um Bot-Side herumspielen, kann dieser Flash auf der Renata, der jetzt fehlt, sehr leicht First Blood forcieren. Wir hatten es vorhin schon gesehen, dass man mit Amumu plus Seraphine dann eben noch dort den Gank angesetzt hatte. Dieses Szenario könnte tatsächlich auf dem zweiten Frühclear von Amumu oder sogar auf den ersten wieder passieren. Durchaus, man hat es im letzten Spiel gesehen. Diesmal hat man keine Seraphine zur Verfügung, hat dafür natürlich aber auch den sicheren Point-and-Click-Snare, wenn Galbatorix sich da in dem Fall halt nach vorne bewegt. Und man hat diesmal auch keinen Cleanse auf Spekulatius mit dabei, sondern natürlich die Ghostwander. Heißt, man kann nicht einmal diesen wichtigen CC eventuell cleansen, den man hatte. Und das kann auch gerade im späteren Spiel, gerade in diesen Teamfights auch, wenn man den Fall von Curse of the Set mal mehr getroffen wird, natürlich durchaus einiges entscheiden. Ja, also man geht hier deutlich mehr für jetzt für die Confidence. Man sagt, hey, die haben nicht so viel CC, den man glänzen kann. Es ist basically eigentlich nur der Amumu. Das kriege ich schon hin. Wenn es aber nicht funktioniert, das ist für Varus Game Over. Und Stavitch, der wird auch weiterhin hier relativ unterpumpen, muss sich mittlerweile schon so an einen Turret bewegen und man verliert hier auch durchaus den einen oder anderen CS bereits. Wir haben auch seit der Vorgriffen gehabt, dass wirklich sehr aktiv auch am Reinpushen ist, direkt seine Early Game Pressure wirklich extrem ausspielen. Und im letzten Game haben wir da auf jeden Fall deutlich mehr Aktive von Seiten von TOG gesehen, die sie in dem Fall halt nicht haben, gerade halt weil der Flash fehlt. Auch Stavitch 2 wird hier direkt abused, weiterhin ist so Stavitch im Fokus, weil der jetzt keine Potion mehr hat, keinen Flash mehr zur Verfügung hat und man sieht es wieder beide Jungler in Richtung Top sind, also sich also Double N bereits auch wieder Richtung Botzeit runter bewegt. Ja, man muss auch ein bisschen hervorheben, dass jetzt Varus dieses Mal tatsächlich kein Longsword dabei hat, sondern Doran's Blade. Also man will die Lane ein bisschen defensiver gestalten. Aber natürlich ist das ein riesiges Fenster für Galbatorix, der mit den Qs, mit einer Mantra-Q dann doch relativ viel Poke anbringen kann, den man jetzt tatsächlich nicht so gut sustainen kann wie im letzten Game. Und das merkt man jetzt gerade eben einfach auch. Aber Renata bisher tatsächlich noch in der Lage, jetzt natürlich keine Potions mehr, das ist gut zu sustainen. Und auf der Topside, Igachat hier mit einem ordentlich guten Trail, er holt hier ordentlich ein Spiel von Alla ab, pusht ihn hier auch langsam und tötet. Trotzdem leichter CS sind hier bereits für den Gangplank, aber der Ohren fühlt sich in diesem Match auf jeden Fall deutlich wohler als im letzten, wo er halt von der Kamera wirklich darauf gepullt wurde. Diesmal ist er natürlich auch auf Seite von TOG gelandet, aber Botside. Muss, kriegt man sich den Item oder das Level zuerst auf Seite von Spekulatius und aus der Kette Sitzabreitung muss wie auch wieder flashen, zieht dafür aber auch das Signal für Galbatorix. Beide Bottlender jetzt aber ohne Flash und die Jungle sind gerade beide auf dem Weg und noch die Early Scuttle. Geht diesmal auf jeden Fall an Double N. Ja, man sieht auch schon den Ping von dem Maokai in den Topside River. Der wird hier versuchen, zumindest eine Scuttle Crab, was gerade eben bei Amumu auch der Fall war, zu contesten. Währenddessen Amumu noch mit dem Move in Richtung Botlane, damit die Botlane nochmal vorsichtiger jetzt spielen muss. Sie resettet aber, wird jetzt den Full Clear, den wir beim letzten Mal auch hatten, dann jetzt ansetzen und dann vielleicht Level 5, Level 6 dann den Play durchbringen kann, den man im ersten Game auch hinbekommen hat. Und gerade dieser zweite Full Clear, der wird auch gerade mit dem Level 6 endet, der kann dem vertötlich werden. Aus Savage Flash ist in Kürze wieder ab der von Spekulatius so eine ganze Weile auch down. Und bisher kann Fokuref hier die Lane auf jeden Fall auch deutlich aggressiver als im ersten Spiel spielen. Da sieht natürlich auch schon jetzt ein ganz kleines CS-Lead-Fenster. Kriegt hier eigentlich trotz allem nicht wirklich den besseren Recoin. Ja, man kriegt einen Potten, man kriegt den Pinkwood mehr. Aber gerade für die reinen Stat-Values ist das Ganze dann doch eher relativ irrelevant. Und beide Jungler kommen ebenfalls mit dem relativ gleichen Back nach Hause. Ja, also bisher alles sehr, sehr identisch. Natürlich Ornn mit dem kleinen Vorteil, dass er tatsächlich auf der Lane kaufen kann. GP musste jetzt schon sein TP benutzen. Ornn konnte sich eine Träne securen, spricht auch wirklich dafür, dass man sagt, hey, wir droppen so viel es geht, wir wollen einfach nur ins Late Game kommen. Vielleicht jetzt Varus ein bisschen angegangen, nee. Amumu jetzt langsam auf der Botside angekommen, wieder dieser Tempo-Advantage, der gerade eben auch schon passiert war im ersten Game. Und Renata muss ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht angegangen wird.
Das ist ein guter Call, der Jung ist eh schon Rails, kommt Tribunik auch noch zu. Der hat eigentlich selber auch wenig Mana zur Füllen, kann dem Fall auch nicht mehr für den W wirklich. Und man geht auf Seite von W, da ist mit dem Flash Engage, aus dem hat keinen Flash und das ist das First Blood. Wieder einmal für The Academy Heroes. Geht eigentlich wieder einmal an den Supporter. Ich finde das tatsächlich gar nicht mal so schlimm, dass es an den Supporter geht. Natürlich auf Orianna wäre es besser gewesen. Aber die Wincon ist hier wieder die Botlane. Und ich finde, dass dann Karma hier den Kill bekommt, ist nicht so verkehrt, wie es potenziell klingt. Sie wird hier deutlich früher noch mehr Items bekommen, noch mehr Poke. Und damit wird Varus noch mehr strugglen in der Lane. Und vor allem Renata, die sowieso schon keine Range hat. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Der war auf Topside Eager-Chat hier mit dem 1v1 Call of the Fortress Platz raus. Super schöner Flash von Allah und das könnte der Solo-Kill auf der Topside. Es ist der Solo-Kill. Allah hier holt sich hier Eager-Chat im 1v1 ab. Souveräner Flash hier genutzt, damit Eager-Chat ohne jede Möglichkeit dazu entkommen da. Und man kriegt damit den Solo-Kill und dann auch den zweiten Kill hier für The Academy Heroes. Und genau auf den beiden Lanes, auch die man am Anfang halt bringt, Bless ist eigentlich mit dem Midlane-Gang auch mit dabei. Mit Flash-Seite von Tribune und der war davon. Flash hinterher, knockt ihn hier zurück. Der Schaden reicht noch nicht ganz. Shockwave holt hier auch nochmal gut Zeit raus. Der war Spekulatius und Botzer ebenfalls relativ. Man muss jetzt nicht ghosten, wenn er einen tötet. Ignite reicht hier auf. Und egal, Torix fällt hier ebenfalls. Der Botzer aus Damage kriegt den ersten Kill. Bailout wurde ebenfalls mit Spekulatius. Damit Flash von Fugreif. Man geht in Bailout sich rein, kriegt damit den Return-Kill auf der Botzer, auf der Midlane derweil. Bleibt das Play unbeantwortet. Man coastet von Tribune nichts, zwar ohne Flash, aber man kommt mit dem Leben davon. Auf der Botside tradet man 1-1. Eigentlich kriegt er die Renata den Kill und es ist wieder ein Kill für Fukuref. Und es ist genau die Lane, die eigentlich keinen Kill bekommen darf. Allah hat einen Kill da oben, Fukuref hat einen Kill da unten, Galbatorix hat einen Kill oben drauf. Die Lanes werden jetzt extrem ungemütlich. Die Lanes werden sehr ungemütlich tatsächlich. Das waren sehr gute Minuten für die Side-Lanes von The Academy Heroes. Orianna muss ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht angegangen wird von Ryze, Maokai. Es ist sehr viel CC, aber auch sehr viel Damage, die beiden Champions auf die Orianna anbringen können. Man hilft jetzt dort die Wave durchzubekommen. Dementsprechend Tribunic wird sein Reset irgendwann doch nehmen können, wenn er sich dazu bemüht. Sollte jetzt der Fall sein. Und man wird das Game jetzt potenziell über beide Sidelines letztendlich spielen können. Man wird den Drake priorisieren. Auch hier wieder, du willst Ornn, Ryze, Varus, Maokai nicht unbedingt scalen lassen, dementsprechend das Tempo hochhalten. Wahrscheinlich wird es auf den Trade hinauslaufen zwischen Harrod und Drake. Und ich persönlich, vielleicht siehst du das anders, aber ich persönlich würde einfach den Drake priorisieren. Definitiv, Drakes sind immer wieder das Schönere. Klar, ein Early Harrod kann ebenfalls sehr gute Gold-Values mitnehmen, aber es ist in dem Fall auch nur ein Gold-Value, während natürlich die Sets eines Drakes immer häufiger bleiben. Und gerade auf der Seite von The Academy Heroes möchte man natürlich vielleicht das Spiel einfach ein bisschen schneller jetzt ins Rollen bringen, man möchte vielleicht eine Early-Drachenseele haben, möchte damit auch einen Early-Elder-Drake haben, der in dem Fall halt sehr, sehr viele Gewinnchancen natürlich auch mit sich bringt, dass man in dem Fall einfach eine jetzt erhärte Caitlyn weiterhin ahead bringen kann, dass man weiterhin dieses Tempo ausspielen kann und auch weiterhin diese im Early-Game gewonnene Kontrolle einfach weiterhin aufrechterhalten kann. Man sieht jetzt die Pings tatsächlich, den Roam tatsächlich von Orianna auf die Botlane. Das heißt, vielleicht bekommen wir jetzt gleich diesen Botlane-Play, der den Drake enabled. Man hat permanent Prio letztendlich auf der Botlane. Ich glaube, Caitlyn und Renata fangen auch gerade den Drake tatsächlich an. Ja, den ist auch so. Dementsprechend, diesen Play wird man nicht beantworten können. Man hat zu viel Prio auf der Botlane, zu viel Tempo. Maokai, glaube ich, hat auch gar keine Awareness da drauf. Es wird ein Free Drake sein. Und dadurch, dass man nicht den Trade bekommen hat, könnte man tatsächlich dieses Mal auch für den Harrod schauen, um wirklich das Tempo hochhalten zu können. Beide natürlich zum Preis von einem, umso besser. Topside wird ein bisschen getradet, der man muss, wird sich in der Botside aus, der wird schon wieder um sein Leben laufen. Da kommt nämlich gleich auch der Gangversuch durch, wird eigentlich relativ gefährlich. Die Vision im Botside war allgemein relativ rot gehalten, da muss man auf jeden Fall das Vision-Play sehr, sehr gut hervorheben. Man hat keine Vision gehabt, kriegt dadurch den Early Drake for free. Man kann nicht mit dem Harrod-Play antworten, kriegt dadurch, wie vorhin von dir gesagt, eventuell zwei Objectives zum Preis von einem, weil man sich genau in die Richtung jetzt auch hochperren kann. Weiterhin holt sich Eager-Chat auf der Lane so ein bisschen die Kontrolle. Ist allerdings auch da schon wieder im CS ein ganz kleines bisschen hinten gefallen. Und ich glaube auch gerade, das wird wieder so ein kleines Problem, wenn wir zu Late Game sein. Auf dem Botside geht tatsächlich Channel Corruption weit, Spekulatius wird hier tatsächlich bereits ignited, Flash da vorne hat sich aufgehalten, aber kriegt den Kill, Bailout ist ebenfalls da, Spareout reicht eventuell aus, nein, es reicht am Ende nicht aus, Fukuref kriegt den Return Kill, wird nun allerdings ebenfalls fallen, da ist der Baum mit dabei, der Sapling kommt nochmal zu und es ist der 2-1 Chat auf der Botside für TOG, ein Kill auf Spekulatius und einer auf Bless. Das sind die Plays, die du nicht haben willst auf der Seite von The Academy Heroes. Du willst nicht diesen Play, den Lead wegwerfen, wie du es gerade gemacht hast. Maybe Eager-Chat auf der Top-Lane auch nochmal? Nee, tatsächlich nicht. Und das
wirft eine komplett neue Situation jetzt auf dieses Geschehen. Karma ist zwar schon auf der Map, aber die Pings auf den Herod, gerade tatsächlich von den Foxes. Das heißt, Renata wird sich dorthin begeben und man wird hier dann wahrscheinlich im Gold relativ eben wieder sein, indem man den Herod bekommt und setzt irgendwo. Ja, Herald nimmt man ganz gerne mit. Ich weiß tatsächlich nicht, welche Lane hier tatsächlich die meist präsent sind. Eigentlich möchte man auch natürlich relativ lange in seinem Matchup lassen. Der fühlt sich da relativ komfortabel. Hat auch gegen zwar den einen Kill gegen Allah abgegeben, dadurch hat Allah das bessere Item mittlerweile. Aber trotzdem will ich vermuten, dass dieser Rift entweder Richtung Midlane geht, um den Midlane zu öffnen. Der war Spekulatius wieder angegangen, musste hier auch Ghost ziehen und dann entweder die Midlane zu öffnen oder eventuell vielleicht so ein bisschen Return auf die Botzeit zu kriegen, dass man eventuell ein bisschen Druck von der Caden sich auch wegnimmt, dass man in dem Fall selber einige Plays sich bereits sichern kann, damit der eigene Töd vielleicht etwas weniger gefährdet ist. Je nachdem, wie man darauf reagiert, ich glaube, erstmal AP muss hier aufpassen. Ja. Nee. Der ist doch ein bisschen tanky, da wagt man sich nicht. Der Rod of Ages ist bereits fertig, die ersten 6 fehlen zwar noch, aber trotz allem, der hat schon ein bisschen mehr HP zur Verfügung. Auf der Seite fehlt auch noch das volle Item, deswegen geht man dann doch nicht für den Tower Dive. Rift Herald, der war wie angesprochen von TOG genommen werden, blästet sich den bereits wieder ins Inventar gesnaggelt. Sucht man jetzt auf der Seite von The Academy Heroes wieder für ein Engage auf Spekulatius. Der hat keinen Flash zur Verfügung. Curse of Sand Mummy Ace in the Hole. Und die GPU dann oben drauf. Da werden Ultimates ohne Ende raus. Aber am Ende geht der Kill trotz allem an Fuggreff. Api muss über die Wand flashen. Der Flash auf der Seite von Dubbin einfach daher. Auswitch eigentlich damit dabei zu peeren. Gabe Torx Flash da ebenfalls über die Wand drüber. Hoster Takeover rettet hier vermutlich den Midlane sogar das Leben. Dubbin geht da eigentlich weiter hinterher. Kommt die Orianna Shockwave da. Und am Ende reicht auch das hier für den Kill auf Fuggreff. Geht natürlich für den Flash Engage. Und kriegt den nächsten Kill. Wunderbares Botlane-Play. Dubbin geht halt weiter. Allah im Grunde Iga-Chat. Und Iga-Chat, der leidet da auf jeden Fall, versucht ihn irgendwie zu retten. Der Auto-Attack, Passive, dann kommt der Flash-Auto-Attack und der nächste Solo-Body auf der Topset. Und mittlerweile, die Academy Heroes hier auf jeder Seite der Map mit proaktiven Plays kriegen am Ende 4 Kills und verlieren nicht einen einzigen Member dafür. Das ist big, gerade für die Academy Heroes. Man hat mittlerweile, wir haben gesagt, es gibt 2 Winning-Conditions für die Academy Heroes. Das ist die Caden und das ist der GP. Der GP mit der Ulti auf der Botlane. Das heißt, er hat die noch nicht mal auf der Topside, kriegt trotzdem den Solo-Bolo hin, wie du es schon so schön gesagt hast. Und die Caden steht mittlerweile 4-1. Wenn wir kurz mal auf das Gold gucken, das ist ein 1,3k Gold-Lead mittlerweile auf der AD-Carry-Position und nochmal ein 1,5k Gold-Lead auf der Top-Lane. Das ist sehr unangenehm und eine immense Menge. Natürlich jetzt Varus ein bisschen am Recovern durch den Herald, aber das ist marginal. Das ist nicht das, was du haben willst auf der Bot-Lane und ein Lead, den die Caden sehr gerne jetzt ins Midgame transportieren wird. Das ist die Entscheidung für die Ryze oder für den Bot, da Fuggreff musste sich dann mit dem E rausgehen, glänzt sich auch den Stun, rennt ihm seitdem Face Rush, sitzt aber zumindest auf Galbatorix, der wird auch zurück ins Team gehen und zumindest der wird hier sterben, Chain of Corruption spreadet eigentlich noch aus, Alarm muss wahrscheinlich jetzt seine, kommt eigentlich die Shockwave bereits durch, man sieht sowohl Blast als auch Spekulatius ins eigene Team, Spekulatius fällt, auch Blast wird vermutlich über die Wand abgeholt werden, nein, der kommt jetzt eigentlich nochmal davon, Ace in the Hole kommt jetzt eigentlich zu und damit ist auch der Kill nun sicher, Api und Ostavage versuchen hier um Leben zu rennen, Api raut auch relativ low gefahren, versucht sich noch irgendwie davon wegzukriegen, wird eigentlich vermutlich auch einfach down gechased, nein, der Groot von der Renata rettet ihn eventuell nochmal Allah versucht er eigentlich immer noch sich anzusichern. Da kommt die Barrel, Api versucht sein Leben zu tanzen, wird irgendwie Schaden rauszukriegen, es reicht am Ende nicht. Hoste Takeover, holt die Fett und so. Der Revive kommt durch Api, lebt immer noch Allah, ebenfalls relativ low, überlebt es ganz am Ende. Zum Ende strahlt man hier 1-1 am Ende. Aus Savage fällt eigentlich vermutlich jetzt ebenfalls Krieg und geht da einfach daher. Kommt tatsächlich auch noch für den Kill ran, der Turret verweigert dann die Arbeit, nimmt den letzten Schuss doch nicht mehr mit und so. Der Double Kill für Trikipunik und wieder ein sehr, sehr gutes Play hier auf der Botseite, auf den Seiten von The Academy Heroes. Der Read war gerade sehr, sehr wichtig von The Academy Heroes, dass man sagt, hey, die werden jetzt Botlane diven, GP und Orianna, könnt ihr das irgendwie beantworten? GP ist auf der Lane, der hatte kein TP ab. Der ist Base gegangen, wusste, dass dieser Play kommen wird, moved nach unten, um dem Team zu helfen, vielleicht ein bisschen sehr lange insgesamt da geblieben als Team, Ornn währenddessen fast den kompletten Top-Lane-Tower bekommen, aber insgesamt trotzdem ein fataler Play wieder, eigentlich die richtige Idee, aber insgesamt dann einfach gut gelesen von die Academy Heroes, die dann doch aus einem guten Play von TOG dann deutlich mehr rausziehen. Ja, dadurch auch der Midlane jetzt der Turret gefallen. Da ist Fukurax so hingemoved, hat sich auch diesen Turret hier unter den Nagel gerissen. Da wieder eine massive Goldspritze. Der 2-3 ebenfalls anfangs handelt sich wieder um einen Föll dran. Es ist wiederum ein relativ early an Föll dran. 14 Minuten kann man auf jeden Fall noch als Early Game befassen. Somit wiederum guter Schaden hier, der wieder an die Caden drüber geht. Auch eine Orianna beschwert sich grundsätzlich. Niemand beschwert sich über Early Game Schaden. So grundsätzlich ist immer ein solider Drache. Und eine Ocean Soul geht so um drauf, die natürlich gerade für Mana-hungrige Champions, wie zum Beispiel Tribunic, extrem interessant sind. Auch ein Gangplank hat jetzt nicht gerade 4 Mana normalerweise zur Verfügung, also auch
der freut sich durchaus über Mana und Health-Regeneration. Dementsprechend eine Seele, die sich hier der Academy Heroes deutlich oder sehr gut vorstellen können. Auf der Seite von TOG sagt sie natürlich auch so ein Rise. Oh, Mana und HP nehme ich sehr, sehr gerne mit, gerade auch mit Rod of Ages obendrauf. Dementsprechend also auch für TOG hier durchaus eine Seele, wenn sie die bekommen sollten, die ihnen hier guten Value bringen wird. Ich glaube noch nicht mal der Rise. Ich glaube, Maokai und Ornn werden ab einem gewissen Zeitpunkt, obwohl sehr viel prozentuale Armor und MR Reduction dabei sein wird auf der Seite von The Academy Heroes, sehr unangenehm, sehr beefy, wahnsinnig tanky mit viel Sustain. Dementsprechend, das wird man schon obviously versuchen zu contesten hier, die Drake Soul. TOG sucht hier so ein bisschen das Top-Lane-Player, hat eigentlich auch bereits gespottet, dass da bei Ende auf dem Weg ist. Deswegen geht man wahrscheinlich doch nicht für dieses Play. Gerade ein Tower-Dive, der jetzt nicht so funktioniert, wie erwartet, könnte jetzt der letzte bisschen Genickbruch sein. Da lag Clear die Wave hier mit seiner Ultimate. Will sich hier gar nicht auf den Dive einlassen, kriegt damit die Wave auch relativ solide klein und ist damit auch safe. Und TOG muss unfreiwillige Dinge leider wieder in einen Jungle zurückziehen. Der zweite Rift hält und ebenfalls in Kürze auf. Denn auch der ist natürlich wiederum ein sehr heiß und kämpft, wenn man versucht, fällt sogar den Midlane Engage auf Fuggriff zu finden. Aber auch der spielt das Ganze so sicher runter. Man weiß auf Seite von The Academy Heroes, sie dürfen sich jetzt nicht catchen lassen, sie dürfen jetzt kein überaltes Play machen. Sie müssen natürlich weiterhin ihren Lead nach vorne bringen, sind mittlerweile fast 5000 Gold vorne. Und gerade auch Item-wise hat sich bei der Caitlyn und auch bei dem Gangplank extrem viel getan. Ja, die sind beide jetzt auf anderthalb Items. Ich sehe jetzt mal die beiden Crit Cloaks, so rum, als halbe Items. Jetzt spätestens mit dem Callfeeds kann man es wirklich verargumentieren. Sehr, sehr gut dabei. Alle mit mindestens einem Item außer die Karma. Aber so schlecht sieht das Item-wise gar nicht bei TOG aus. Man kann es bisher noch sehr gut contesten, außer auf der AD Carry-Position. Ornn ist letztendlich ein Tank, der hat günstigere Items, der hat aber trotzdem Items mit einer hohen Effizienz. Dementsprechend ist der Gold-Lead auf der Top-Lane gar nicht mal so fatal. Man merkt aber auch tatsächlich, man hat erkannt, GP ist ein Champion, der sehr schwer gedived sehr leicht gedived werden kann. Und eigentlich gedived werden will, aus der Sicht des Gegners. Aber man kriegt das nicht hin. Man ist zu weit behind, man kriegt das nicht hin. Noch Korb auf der Mitte, Fuggriff wird ins eine Team geworfen und der fällt da relativ low, fast wegzuflashen. Kriegt dann aber in den Schatten auf Spekulatius und Korb fortschritt ebenfalls her für den sicheren Disengage. Und somit ein wunderschöner Catch hier von TOGs Seite. Und ein dicker Shutdown vor allem auch für Spekulatius hier. Ja, dass der Kill dort auf Spekulatius landet, ist das Wichtigste überhaupt. Man kann vielleicht verargumentieren, dass man das Ganze hätte besser disengagen können auf der Seite von Fuggriff und Garbatorix. Aber ich glaube, das war einfach ein sehr gut engagter Play und resultiert sogar in dem Herod hier auf der Seite von TOG. Es könnte aber ein Fight danach noch ausbrechen, weil genügend Leute sind tatsächlich around. Ah, Lars sucht schon für die Barrel-Position, kommt am Ende aber trotzdem nicht wirklich ran. Somit geht der Rift Herald doch kampflos über an TOG. Man kriegt aber auf der Seite von Tribuni trotzdem den Bot in Turret, punisht also damit trotzdem diese Herald-Investition in gewisser Weise schon, dadurch, dass man sich wieder ein kleines bisschen Gold holt. Trotzdem wunderbares Play hier auf der Seite von TOG. Sie kriegen den Kill auf der Mitte, nehmen sich direkt den Rift Herald, müssen diesen natürlich jetzt auch zum Einsatz bringen, damit sie irgendwie wieder Pressure daraus bekommen. Aber Giga-Igachat in der Top-End, der wird hier ordentlich angegangen. Alarm macht hier sehr, sehr guten Schaden. Die nächste Barrel-Kombination, Igachat muss jetzt sich rausflashen, kommt also gerade nochmal so im Lane-Fon, hat eigentlich auch wieder seinen Flash von. Und der GP tut auf der Sideline mittlerweile wirklich weh. Der GP tut wirklich auf der Sideline weh. Die Triple Barrel Combo hier von Alla, der damit in der Lage ist, doch noch den Damage vom Barrel durchzubekommen, muss man natürlich bedenken. Ornn zwar tanky, aber den Barrels ist das basically egal. Mit jedem Level, das Alla da reinsetzt, Level 13 mittlerweile, was du vorhin angekündigt hattest, dementsprechend relativ viel Armor Reduction oder Armor Reduction. Und damit muss Ornn jetzt wirklich aufpassen, welche Wave er contestet. Natürlich jetzt mit der leichten Win-Situation, dass der Top-Lane-Tower gefallen ist. Dementsprechend kann er versuchen, seine Wave dort oben ein bisschen einfach unter seinem T2 zu halten. Dort möglichst zu freezen. Aber es sieht eher danach aus, als würde er einfach blind weiter pushen oder die Wave neutral halten. Wave wird neutral gehalten. Ein dritter Drache auch in Kürze. Ab 30 Sekunden sind drauf. Es wäre mittlerweile auch der dritte Drache für die Academy Heroes. Die sichern sich auch schon in der Botzeit wiederum die Vision-Kontrolle ab. Wird jetzt hier Bless tatsächlich mit dabei. Igachat move da eigentlich von der Topset auch direkt runter. Möchte sein Teleport hier nicht investieren, hat natürlich die Ulti zur Verfügung. Und das sind genau die Fights, gerade im Pit oder ähnliches. Oder auf der Mitte, wo man schön zusammengestackt ist, wo man eventuell fighten kann. Man sieht eigentlich auf der Seite von die Academy Heroes jetzt hier den
Fight versucht, bläst Chunk mit ihrer Curse of Sand Army ebenfalls durch. Barry's überlebt das Ganze nochmal aus Savage Eyes, auch hier Chain of Corruption holt hier zwar ein bisschen Zeit raus, am Ende fällen sowohl Spekulatius als auch aus Savage Eyes raus und auch Eager-Chat wird hier langsam aber sicher downgechased. Flash Q und da kommt der dritte Kill damit durch der 3-0 Trade für die Academy Heroes und die sagen sich, wir lassen den Drachen einfach stehen und wir moven direkt zum Nashor, weil Drachen können wir uns danach immer noch holen. 13-0 Trade, 13-0 GP. Man merkt diesen Lead auf den wichtigsten Positionen, allgemein der Lead als Team, den kannst du gerade nicht beantworten. Es war eigentlich wieder ein guter Ansatz, aber die Teamfight-Comp von die Academy Heroes reicht hier zusammen mit dem Lead aus, um hier keine Schnitte basically zu haben in diesem Teamfight. Es war ein 13-0 Trade, es ist der Nash. Man hat versucht jetzt noch vielleicht in Richtung Drake zu gucken, aber das kannst du gerade nicht machen. Der Drake sollte wahrscheinlich auch an die Academy Heroes gehen. Ich glaube, wenn du den contestest, könnte es sogar fast passieren, dass du damit das Game komplett verlierst. Noch kannst du theoretisch mit dem Scaling, was du im Endeffekt hast, das Game noch am Ende vielleicht an dich entscheiden. Das heißt, die Seite von The Academy Heroes hier auch Vorwärtsmarsch 5-mal mit. Wir pushen die Wave aus. Wir nehmen uns die Kontrolle über den Botside River zurück. Wir haben ein paar Wards verloren. Die haben uns gerade in der Basis eigentlich wieder zugekauft. Somit kriegen wir wiederum ein bisschen Pressure rein. Wir warten ab. Wir versuchen vielleicht noch für den Catch zu gucken. Der Drache ist eigentlich ziemlich sicher ab. Ich kriege auf der Botside zumindest den Tier 1. Zumindest eine kleine Goldspritze. Und natürlich auch ein Objective Bounty, was jetzt nicht genommen wird. Aber Topside wird ebenfalls ein Redfield gesetzt. Eigentlich mit dem Drache auch angefangen. Und auch auf der Midlane werden Eager-Chat und Spekulatius hier langsam aber sicher unter ihren eigenen Turret gesohnt. Somit machen hier die Academy Heroes deutlichen Value aus ihrem Nashor. Der Value ist sehr, sehr gut. Man sollte einfach jetzt sich als Ziel nehmen, mit dem ersten Herald, mit dem ersten Nash, die komplette T2-Reihe einzureißen und dann vielleicht mit dem zweiten Nash, der dann irgendwann kommt, dann die Inhibitor anzugehen. Das ist wahrscheinlich das, was man jetzt am besten machen sollte, wenn man das Game kontrolliert machen spielen will. Man kann jetzt auch in Fight Force und damit deutlich mehr gewinnen, weil man ist einfach zu ahead. Man versucht jetzt hier Fukurev zu engagen, aber das Clans reicht aus, um mit dem Call of the Forge God und die Chain of Corruption letztendlich zu überleben. Und damit aber jetzt natürlich auch wieder eine Schwachstelle auf der Caitlyn, die doch relativ anfällig ist ohne Clans. Ja, gut, die Ultimates haben keinen so großen Kunde. Man ist gerade bei Spekulatius, der hat sein Ultimate zu einem Viertel schon wieder zur Verfügung. Auch Call of the Forge gehört jetzt keinen riesigen Ultimate-Kunde. Es ist natürlich gut, dass man hier kennt, dass man eben nicht sein Leben oder eventuell den anderen Zweimal über den Flashfall, der da ähnlich ist. Aber trotz allem, man ist für die nächsten ein, zwei Minuten, beziehungsweise zweieinhalb Minuten sehr, sehr anfällig. Kann dadurch natürlich auch gut engaged werden. Eigentlich ist bisher TOG immer noch in einer sehr, sehr defensiven Position. Man hat es vorhin gesehen. AP marschiert da erstmal in den Bots-Jungle rein, ultet da praktisch an den Blue-Off rein, sieht Double End und sagt sich, okay, ich bin wieder raus und rennt da wieder raus. Oder auch bereits ausgepointet, der hat Balls. Aber dann kriegt man auch da nichts wirklich raus, außer halt den Schrecken, dass man da auf eine kleine, traurige Mumie trifft. Ja, Laufen hat jetzt auch die Orianna unternommen. Ist dort eigentlich kurz davor gewesen, angegangen zu werden, aber gute Awareness, gute Callouts, dass dort einige Leute nach unten kommen. Dementsprechend der Shutdown nicht abgegeben, keine Summoner's Blast verloren. Und man wird jetzt den Nash, der demnächst eigentlich auslaufen sollte, ja, der wird bald auslaufen, dann wahrscheinlich versuchen, das Game erstmal ein bisschen zu stallen, einfach weiter hochfahren, vielleicht ein bisschen die gegnerischen Jungle Camps zu nehmen und dann in 3 Minuten die Souls zu contesten. Ich glaube, at this point wird das eine Herkulesaufgabe, diese zu contesten auf der Seite von TOG. Ich hole mir damit nochmal für ein bisschen für den Pokenus. Man kriegt euch ein kleines bisschen Chunk bereits wieder durch, kann euch ein kleines bisschen HP-Advantage, pusht auch weiter in die Mitte. Also es ist wiederum dieses leichte Aram-Gaming, was wir im letzten Spiel schon gesehen haben, all mit. Und weiterhin Pressure auf diesen Tier 2 zu erfolgen. Der Nash hat mittlerweile ausgelaufen, wie ich vorhin schon von dir angesprochen, somit etwas weniger Pressure, aber dieser Tier 2, der überlebt das nicht wirklich lange. 4 Autotext sind tatsächlich sogar noch, die gebraucht werden, aber auch dieser Tier 2 wird einfach abgeholt. Und das öffnet natürlich jetzt extrem die Map für The Academy Heroes. Sie nehmen sich den Bots Jungle mit, sie können eventuell sogar für einen Catch suchen und kriegen momentan einfach die komplette Kontrolle über die Map. Was natürlich jetzt ein Faktor ist, du willst eigentlich schauen, dass wenn du schon so behind bist, dass der Ornn eigentlich nicht die ganze Zeit beim Team sein muss. Du wirst versuchen, vielleicht Ornn noch ein, zwei Level zu geben, damit er zumindest ein paar Ornaments verteilen will. Diese Ornaments sind sehr, sehr gut. Ich meine, der Value von denen war bei 1000 pro Item. Das heißt, damit kannst du wieder ein bisschen rankommen. Oh. Varus verliert jetzt hier sein Flash tatsächlich beim Siege-Versuch, was auch nochmal eine wichtige Ressource ist, gleich zu Nash. Oh.
Eagle Chat, da geht man tatsächlich rein, AP flasht nach vorne, versucht sich irgendwie hier nach Fugkräften zu ziehen, der flasht sich davon, dabei in einer wunderbaren Zwei-Mann-Ultimate, die Ace No kommt ebenfalls durch Eagle Chat nach vorne, versucht irgendwie noch seinen Mittler zu pieren, aber der wird hier auf jeden Fall sterben. Hostile Takeover, Kreuz ist tatsächlich ein Kill, man geht ins Bailout rein, verliert es eigentlich auch AP so mit der 1-1, aber der AD Carry ist tot, muss heute von einer da relativ deep drin, oh, die Gangpink Barrier hat dabei gekrittet, Allah, on a Rampage, kommt tatsächlich auch nochmal sogar davon, Spekulat ist in der Frontline drin, versucht sich dann irgendwie zu sichern, wird eigentlich ebenfalls ignited, Bandage tossen und auch er wird hier tatsächlich fallen, Summe bisher der 3-1 Trade, der 4-1 Allah mit der nächsten Barrel-Kombo und da verschwindet Ostevich einfach, damit bläst der einzige Überlebende, der Pirat übernimmt hier einfach die Lane und sagt sich, diese Lane ist jetzt meine und holt sich damit den nächsten Kill, man verliert sogar auch noch Bläst, es ist das Ace, man verliert nur Fugref und kann jetzt auch anfangen, diese Bots halt einzupushen, sich auf jeden Fall in den Hit mitzunehmen, für Game reicht es aufgrund der Death-Timer, vermute ich aber noch nicht. Es sah eigentlich echt gut aus der Seite von TUG, aber mit diesem GP-TP ist dann der Fight komplett geturnt. Zwei sehr, sehr schöne Barrels hier von Allah. Und das hat hier dann doch wahrscheinlich jetzt vorübergehend das ganze Game besiegelt. Man hat jetzt noch 40 Sekunden auf die Soul und du hast noch nicht den Anti-Heal, um diese Soul letztendlich zu beantworten. Das ist ein riesiger Faktor. Mit dem Rated Virtue, was da noch auf der Karma dabei ist, du musst jetzt erstmal durch diese starken Carries und diese beefy Frontline, die Amumu hier darstellt, mit der Karma da, so ein bisschen Box to Box, dann beantworten. Das ist eine wahnsinnig krasse Aufgabe, die du erstmal so berappeln musst. Und der einzige Play, vielleicht siehst du einen anderen, ist, indem du jetzt hier vorm Nash jemanden trappst. Es ist eigentlich das einzige Play. Ich stimme dir da vollkommen zu. Auf der Sideline verlierst du. Im geballten 5 gegen 5 Time verlierst du aufgrund der Item-Differenz. Und die Academy Heroes sagen sich einfach, wir pushen erstmal wieder Richtung Midlane. Wir schauen erstmal auf die Reaktion von TOG, weil die Objectives, die haben wir einfach permanent. Wir sind einfach relativ sicher. Beide Teams tanzen hier wieder einmal Richtung Nash. Der sagt sich Allah einfach, Drachenseele, das ist meine. Ich habe zwar keinen Teleport, ich komme eigentlich zum Fall rechtzeitig dazu. 9000 HP, TOG fängt diesen Nash hier tatsächlich an. Dabei sucht wieder einmal für den Smite hier mit dabei. Die Marco heute mit Zone hier eigentlich nochmal relativ gut rauskommt. Fortschritt. Ebenfalls der Stil von Double N hier tatsächlich. Bleast hier relativ hoch. Fällt dann Hostile Takeover. Sichert die zumindest im Rest des Lebens. Aus Damage fällt eigentlich ebenfalls. So mit 2 Kills und den Nash obendrauf für die Hero Academy. Da kommt der Teleport von Tribune in die Botzeit. Mit den Nash-Mins kann man jetzt hier langsam sichern. Double N versucht hier noch irgendwie den Interrupt durchzukriegen. Auch ihr Chat wird jetzt gleich Interrupt, muss den rausflashen. Und der sagt sich, Tribuniki einfach, ich push diese Nexus-Turret, jetzt sagen sie sich ein, der erste ist bereits down, die Nashmans machen hier ordentlich an. Chain of Crouching von Spakulatis holt jetzt zumindest ein bisschen Zeit raus, Tribuniki wird eigentlich nicht mehr vom Q getroffen und man hat die Seite von The Hero Academy einfach, wir gehen jetzt zu 5 in die Basis, man hat keine Chance, diesen Turret zu halten, der zweite Nexus-Turret ist down, der Nexus damit open, man gibt noch ein bisschen Schaden drauf, Igachat hier relativ low, muss sich um sein Leben rennen, der wird AP auch abgeholt, auf der Seite fällt Spakulatis, damit Igachat der einzige Überlebende und die Hero Academy, Academy Heroes holen sich hier den zweiten Sieg zum 1-1. Man hat es nochmal versucht, aber das Game war basically over. Das ist ein 6-0-10 GP von Allah. Es ist eine 9-0-9 Orianna von Tribunic. Und wenn das nicht reicht, dann hast du noch ein 2-1-15 Amumu Jungle von Double N hier aufgespielt. Das war letztendlich ein sehr deutliches Game, muss man tatsächlich so sagen. Es ist ein 16k Goldlied am Ende gewesen. Und das hat die Academy Heroes, muss man neidlos anerkennen, clean heruntergespielt letztendlich. Ja, auch sehr gut gefallen, vor allem so ein kompletter Unterschied zum letzten Game, wo es halt wirklich hin und her und mal hat der die Kontrolle, dann hat TOG die Kontrolle, dann wieder die Academy Heroes, es ging praktisch permanent her und dieses Game war von Anfang bis Ende wunderbar durchgespielt, es wurden sich wenig bis gar keine Schnitzer erlaubt, klar, man verliert einmal tatsächlich da Fukuref, verliert dadurch einen Herald, aber auch dieser Rift Herald, der hat ja am Ende wirklich nichts wirklich dazu beigetragen, dass TOG auch in irgendeiner Form und Weise dieses Game halt wirklich contesten konnte und da wurde TOG halt wirklich kontrolliert von Anfang bis Ende runtergespielt und wunderbare Performance hier auf jeden Fall von The Academy Heroes. Ja, also basically, wenn du diese Volleyball-Weltmeisterschaft Metapher von vorhin nehmen willst, war das jetzt gerade so, TOG macht den Aufschlag und alle 5 springen einfach hoch mit einem Schmetterball einfach dagegen. Das war, man hat versucht am Anfang proaktiv das Ganze zu gestalten mit dem Botlane-Dive, da hat es eigentlich so ein bisschen angefangen zu eskalieren. Man versucht mit dem Herald unten ein Play zu machen, man versucht das Ganze proaktiv zu gestalten auf der Botlane. Guter Read in dem Fall dann, wie vorhin gesagt, von The Academy Heroes und das Ganze von dort an snowballt komplett. Also muss man hier hervorheben, aber auch TOG mit sehr, sehr guter Leistung, gerade im ersten Game. Das zweite Game vielleicht ein bisschen sich
zu sehr, den GP zu viel Freiraum gelassen und wahrscheinlich auch mit der Varus Renata Botlane dann vielleicht auch der Caitlyn ein bisschen zu viel Freiraum gelassen, free ins Game zu kommen. Aber an sich muss ich hier, glaube ich, in der Div, um das auch mal gesagt zu haben, ich glaube, in der Division muss ich keines der beiden Teams verstecken. Absolut nicht, nein. Es ist ein wundervoller Saisonauftakt. Es ist ein wundervolles erstes Spiel von beiden Teams. Beide Teams zeigen hier durchaus, wozu sie in der Lage sind, haben ja auf jeden Fall gerade für Div 5 sehr wunderbare Games und sehr kontrollierte Games auch runtergespielt. Also das ist kein Div 5-Niveau von beiden Teams hier. Dementsprechend freue ich mich, wenn man vielleicht sogar beide Teams am Ende der Season in den Playoffs wiedersehen kann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr großes GG an The Academy Heroes. Mir persönlich war es eine Freude, das Spiel hier casten zu dürfen. Und ich bedanke mich dafür, dass du dabei warst. Ja, ich bedanke mich auch an deiner Seite hier casten zu dürfen. Freue mich auf den nächsten Cast hoffentlich. Ja, geht mir genauso. Falls euch das gefallen hat, dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne diesen Twitch-Channel ein Follow da lassen, um keine weiteren Casts mehr zu verpassen. So wie TOG Foxes auf allen ihren Social Medias finden. Die findet ihr unter meiner wundervollen Caster-Cam eingeblendet. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Cast auch wieder einschalten würdet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Donnerstagabend. Hoffe natürlich, dass ihr schön in den Wochenendstart morgen am Freitag reinkommt. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Call me closer, but don't waste your time.